Fast 33 Milliarden Euro gibt Deutschland im Jahr 2015 für die Verteidigung bzw. Bundeswehr und andere Dinge in diesem Zusammenhang aus. Erster Redner jetzt Michael Leutert für die Fraktion Die Linke. Das Bundesministerium der Verteidigung ist eine riesengroße Baustelle. Und auf dieser Baustelle herrscht auch noch Chaos. Und diese Baustelle verschlingt jedes Jahr über 30 Milliarden Euro an Steuermitteln. Damit für alle klar ist, über wie viel Geld wir hier sprechen, für Forschung und Bildung gibt der Bund nur die Hälfte aus. Ich weiß auch, dass Sie für das Chaos nicht allein die Verantwortung tragen. Dieses Ministerium hat schon viele Minister vor Ihnen verschlungen. Und der Apparat, den Sie übernommen haben, ist gelinde gesagt heimtückisch. Aber jetzt tragen Sie die Verantwortung dafür. Ich möchte die Zustände an zwei Beispielen verdeutlichen. Die Bundeswehr schafft ja gerade den Transporthubschrauber NH90 an. Und wie bei allen anderen Großprojekten auch, gilt hier, er wurde zu spät geliefert, die Kosten laufen aus dem Ruder und es wird technisch nicht das erfüllt, was eigentlich versprochen wurde. Nun kommt aber noch eine andere Sache dazu, nämlich dass das, was geliefert wurde, nicht funktioniert. Und zwar so schlimm, dass mittlerweile das Leben der Soldatinnen und Soldaten und auch von Zivilisten gefährdet werden kann. Im Juni ist ein solcher Hubschrauber im Afghanistan-Einsatz fast abgestürzt. Ein Triebwerk explodierte, dadurch wurde der Rotor beschädigt und herabstürzende Teile setzten Felder in Brand. Erst diesen Monat wurde aus diesem Grund ein Flugverbot für alle NH90 verhängt, für ganze 2 Tage. Dann kam man zu dem Schluss, es wäre ein Einzelfall und gab wieder die Starterlaubnis. Aber Sie wissen erstens, dass es kein Einzelfall ist. Und Sie wissen auch, spätestens seit dem Bericht der Unternehmensberater von KPMG, die von Ihnen beauftragt wurden und der im September vorgelegt wurde, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist. Noch schlimmer, seit Januar ist bekannt, dass bei den Turbinen keine ordnungsgemäße Abnahme stattfand. Es fehlt einfach ein Prüfstempel. Aber auch nächstes Jahr sollen über 270 Millionen Euro für den Kauf dieses Waffensystems ausgegeben werden. Aber unter diesen Bedingungen muss eigentlich jeder vernünftige Haushälter sagen, halt, stopp, für dieses Gerät kann man kein Geld ausgeben, die Gelder müssen gesperrt werden. Mal Hand aufs Herz, ich würde gerne mal denjenigen kennenlernen, der ein Auto kauft, das ein Jahr zu spät geliefert wird, 5.000 Euro mehr kostet, nur auf 80 km/h beschleunigen kann und wenn man 2 Koffer hinten reinlädt, springt es nicht mehr an wegen Überladung. Ein Blick zum nächsten Großprojekt zeigt auch, dass dies kein Einzelfall ist. Der Eurofighter braucht sich da nämlich nicht verstecken. Ein Eurofighter kostet ungefähr 130 Millionen Euro das Stück. Ursprünglich sollte dieses Flugzeug 6.000 Flugstunden absolvieren können. Ausgeliefert wurden die Maschinen dann mit einer Gewährleistung für 3.000 Flugstunden, also die Hälfte, aber nicht für den halben Preis. Und Ende September diesen Jahres teilt der Hersteller mit, dass aufgrund von, Zitat, Herstellungsfehlern an einer großen Anzahl von Bohrungen die Lebensdauer nur noch 1.500 Stunden beträgt. Nun weiß auch ich, dass deshalb bis auf Weiteres keine Eurofighter mehr wie geplant abgenommen werden. Allerdings, auch nächstes Jahr stehen im Haushalt über 500 Millionen Euro zum Kauf zur Verfügung. Und noch absurder, im letzten Haushaltsausschuss beschlossen, jetzt wird für die schon gekauften Maschinen ein neues Radar entwickelt für mehrere hundert Millionen Euro. Und das soll 2021 verfügbar sein. Und wer die Grundrechenarten beherrscht, kann zusammenzählen, dass dann die Lebensdauer von 1.500 Flugstunden aufgebraucht sein wird. Wir haben dann also ein hochmodernes Radar, aber leider keine Flugzeuge mehr dafür. Und auch hier kann nur jeder vernünftige denkende Haushälter sagen, stopp, kein Geld für Schrott, wir müssen die Gelder sperren. Nun brauchen Sie ja auch Nachwuchs. Und der kommt nicht freiwillig und deshalb gibt es die sogenannte Attraktivitätsoffensive. Und unabhängig davon wird kräftig geworben, unter anderem bei Minderjährigen. Sie begründen das, Frau Ministerin, damit, dass die Bundeswehr ein ganz normaler Arbeitgeber wie jeder andere sei. Das ist sie aber eben nicht. Denn es ist ein Unterschied, ob ich bei VW Autos zusammenschraube oder ob ich bei der Bundeswehr an einem Einsatz teilnehme und im schlimmsten Fall danach tot bin oder ich im schlimmsten Fall auch andere getötet habe. Das ist der Unterschied zwischen dem Soldatenberuf und jedem anderen normalen Beruf. Und dass die Bundeswehr trotzdem bei Schülerinnen wirbt, finde ich unverantwortlich. Da bieten Kasernen sogenanntes Schülerpraktikum in Grün an.
Und unter der Überschrift Fahrt ins Grüne, da denkt man eher an einen Familienausflug am Wochenende, ist dann auf der Website ein Schützenpanzer zu sehen und darunter steht Begeisterung pur. Die Fahrt im Schützenpanzer Marder war für die Jugendlichen ein besonderes Erlebnis. Und weiter steht dann, hier konnten die Praktikanten hautnah erfahren, dass sich eine Fahrt im Panzer sehr deutlich von der in einem Auto unterscheidet. Na, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Leider haben die Schülerinnen nicht erfahren, dass sich der Dienst bei der Bundeswehr auch deutlich von dem Dienst in einem anderen Betrieb unterscheidet. Damit die Schülerinnen aber überhaupt erst einmal Lust haben, zu so einem Praktikum zu kommen, werden sich allerlei Sachen ausgedacht. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern werden Schulbusfahrkarten mit dem Logo der Bundeswehr bedruckt. Oder die Bravo wirbt mit einem Bundeswehr-Adventure-Camp Beach. Spaß und Infos aus erster Hand. Ja, ich frage Sie, welcher 16-jährige Jugendliche möchte nicht am Strand Spaß und Abenteuer erleben? Das ist doch wohl logisch. Frau Ministerin, so geht es meines Erachtens nicht. Den Jugendlichen werden Dinge vorgegaukelt, die nichts mit der Realität zu tun haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushalt des BMVG ist ein Fass ohne Boden. Es wird Technik gekauft, die zu spät kommt, die zu teuer ist, die nicht das kann, was vereinbart wurde und dann noch nicht einmal funktioniert. Es wird Geld ausgegeben, um junge Leute zu werben, indem man ihnen einen falschen Eindruck vom Arbeitgeber vermittelt. Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern. Von Transparenz bei Großprojekten kann ebenfalls keine Rede sein. Und aus diesem Grunde gebietet es sich, diesen Haushalt abzulehnen. Wir Linken werden dagegen stimmen. Vielen Dank. Soweit die Rede von Michael Leutert für die Linksfraktion. Nach ihm jetzt Bartholomäus Kalb für die CDU-CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es würde mich zwar jetzt reizen, auf Kollegen Leutert einzugehen, aber das würde meine ganze Zeit verbrauchen. Neueren Umfragen zufolge ist eine deutliche Mehrheit zwischenzeitlich der Auffassung, dass mehr Anstrengungen, ja sogar mehr Ausgaben für den Verteidigungsbereich notwendig seien. Nun, wir haben in dem Haushalt sehr intensiv beraten und haben keine reale Erhöhung des Verteidigungshaushaltes vorgenommen. Wir sind der Überzeugung, dass für 2015 die genehmigten Mittel ausreichend sind. Trotzdem, die Umfragen zeigen, die Menschen im Lande legen großen Wert darauf, dass wir verteidigungsfähig sind, unsere Aufgaben erfüllen und unserer Verantwortung gerecht werden können. Die Menschen nehmen ganz offensichtlich wahr, dass sich die regionale und globale Sicherheitslage verändert hat. Sie erkennen die Konfliktsituationen und sehen die Krisenherde von der Ukraine bis zum sogenannten arabischen Krisenbogen und entwickeln daraus ihre spezielle Anforderung an die Erwartungen an das Sicherheitsbedürfnis und entwickeln damit ein Sicherheitsbedürfnis. Es tritt wieder mehr ins Bewusstsein, dass zur Sicherung von Frieden, Freiheit und Wohlstand große und stetige Anstrengungen erforderlich sind und dass es einer erhöhten Wachsamkeit bedarf. Der alte NATO-Slogan „Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit“ hat neue Aktualität erlangt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mich hat das Interview des neu gewählten EKD-Ratsvorsitzenden Bedford Strom in der Zeit vom 13.11.2014 sehr beeindruckt. Er setzt sich darin auch mit der Frage des Einsatzes militärischer Mittel auseinander. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund seiner persönlichen Lebenserfahrung. Er fordert, wie ich meine, zu Recht, den Vorrang und die Ausschöpfung aller zivilen Mittel und Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung und Konfliktlösung ein. Aber, ich zitiere, so sagt er, es gibt Situationen, wo diese keinen Völkermord verhindern. Deshalb, so Bedford Strom weiter, deshalb kann zum friedensethischen Handeln auch das Militär gehören. Wir haben die Pflicht, Verfolgte zu schützen. Soweit das Zitat. Und er berichtet in diesem Zusammenhang von seiner Reise in den Irak. Ich, so sagt er, habe die Flüchtlingslager gesehen, die Verzweifelten gehört. Danach habe ich mich in der EKD für militärische Hilfe gegen die IS eingesetzt. Eine Gedankenführung und eine Erarbeitung einer Gewissensentscheidung, die mich persönlich sehr beeindruckt. Ich denke, auch für uns,
für die deutsche Politik und für uns hier im Bundestag gilt, wir sehen militärische Mittel nicht als vorrangige und gar nicht als einzige Mittel der Konfliktbewältigung an. Wir haben deshalb ja auch die Mittel, und vorher haben wir über den Auswärtigen Etat diskutiert, für humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, im Bereich des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit, deutlich erhöht. Und es darf auch an dieser Stelle gesagt werden, die Bundesregierung, insbesondere die Frau Bundeskanzlerin und unser Bundesaußenminister nutzen alle Möglichkeiten der Diplomatie, des Gespräches, der Verhandlungen mit außerordentlichem Geschick und großartigem Einsatz. Und das möchten wir auch gerne anerkennen. Wir machen uns die Entscheidungen hier im Deutschen Bundestag, wenn es um Einsätze der Bundeswehr geht, nicht leicht. Die Angehörigen der Bundeswehr müssen wissen, dass sie für ihren Einsatz, wo er erforderlich ist, und ihren Dienst die Rückendeckung des Parlaments haben. Wir danken den Angehörigen der Bundeswehr für ihren Dienst an vielen Brennpunkten dieser Welt. Nicht zu vergessen die Freiwilligen, die jetzt aktuell bei der Bewältigung der Ebola-Seuche helfen. Großen Respekt und großen Dank. Wir haben bei der Haushaltsgestaltung noch immer mit den Problemen zu kämpfen, die sich aus den Verzögerungen beim Zulauf großer Beschaffungsvorhaben ergeben. Das bleibt nicht ohne Folgen im Hinblick auf unsere Fähigkeiten, aber auch im Hinblick auf die künftigen Anforderungen an die Haushalte. Wir haben in der Bereinigungssitzung eine Vielzahl von Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht, um in den kommenden Jahren situations- und bedarfsgerechte Beschaffungen vornehmen zu können. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, welche Technologien und welche Fähigkeiten müssen wir und wollen wir im Lande behalten. Dabei geht es zweifellos um die von der Bundesverteidigungsministerin definierten sogenannten Schlüsseltechnologien, über die wir verfügen müssen, um nicht in unzumutbare Abhängigkeiten zu geraten. Darüber hinaus verfügt aber Deutschland über Kernfähigkeiten, so will ich das mal bezeichnen, in den Bereichen, neuerdings sagt man Starrflügler und Drehflügler und Kampffahrzeuge und U-Boote, die wir uns so weit wie irgend möglich erhalten sollten. Es geht dabei um wichtige Fähigkeiten, aber auch um die Beschäftigten in der wehrtechnischen Industrie und um die Zukunftsfähigkeit der deutschen wehrtechnischen Industrie. Ich weiß, das ist nicht nur eine Frage, welchen Bedarf wir haben und wie groß unsere finanziellen Möglichkeiten sind. Das ist auch eine Frage, welche Märkte und Absatzchancen sind uns in der EU und bei unseren Bündnispartnern gegeben und welche Märkte dürfen wir darüber hinaus noch bedienen. Das ist also auch eine Frage natürlich des sorgsamen Umgangs der Exportpolitik, aber eben auch der Exportpolitik. Die Bundesregierung, kommt zu einem anderen Thema, hat ja das Attraktivitätsgesetz im Kabinett bereits beschlossen. Wir haben im Haushalt Vorsorge getroffen, dass jedenfalls im Jahre 2015, wenn die Beratungen hier im Bundestag abgeschlossen sind, dann auch dieses Gesetz zügig umgesetzt werden kann. Es muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass nach Aussetzen der Wehrpflicht die Bundeswehr als Arbeitgeber immer mehr im Wettbewerb mit anderen steht. Dabei wird es immer so sein, dass der Dienst in der Bundeswehr, lieber Kollege Leutert, mit besonderen Anforderungen und Herausforderungen verbunden ist. Das wollen wir auch überhaupt nicht anders darstellen. Aber wir müssen als Arbeitgeber interessant sein und wir müssen uns um guten, qualifizierten Nachwuchs bemühen. Auch die Bundeswehr braucht gute Leute. Und sie hat gute Leute und wir wollen auch dafür sorgen, dass auch in der Zukunft in der Bundeswehr gute, verlässliche, tüchtige Menschen ihren Dienst tun zum Wohle unseres Landes. Wie heißt der Slogan? Wir dienen Deutschland und das wollen wir auch in der Zukunft ermöglichen, dass dieses in vollem Umfang möglich ist. Zum Abschluss, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist es mir ein besonderes Anliegen, den Mitberichterstattern sehr herzlich zu danken, der lieben Kollegin Karin Evers-Meyer, aber auch dem Kollegen Michael Leutert und dem Kollegen
Dr. Tobias Lindner, ich weiß nicht, warum ich immer Thomas sagen würde, aber mein Sohn heißt eben Thomas. Ich danke Ihnen, Frau Ministerin, ganz herzlich für die außerordentlich gute Zusammenarbeit und Ihren Staatssekretären, die uns da immer zur Verfügung stehen, lieber Kollege Brauksippe, und allen Mitstreitern bei Ihnen im Haus, bei uns in den Arbeitsgruppen, im Ausschuss und in den Büros. Und aus gegebenem Anlass will ich auch heute einen besonderen Dank ausbringen an den langjährigen Abteilungsleiter Haushalt, Dr. Paul Jansen, für seine Arbeit und für seine außerordentlich gute Zuarbeit und Betreuung unserer Aufgaben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bartholomäus Kalb war das, Mitglied im Haushaltsausschuss. Ja, die Attraktivität der Bundeswehr, das sagte er auch als Arbeitgeber, die soll ja verbessert werden. Auch dafür gab es noch ein bisschen mehr Geld für die Bundesverteidigungsministerin, die diesen Gesetzentwurf ja erst im Oktober durchs Kabinett gebracht hat. Flexible Arbeitszeiten und mehr Geld, also für die Soldaten. Was sagt die Opposition dazu? Tobias Lindner ist der Nächste hier am Rednerpult. Keinem Haushalt so unzutreffend wie beim Verteidigungshaushalt in diesem Jahr. Diese Debatte ist berechtigt aus zwei Gründen. Zum einen, weil Sie, Frau Ministerin, über die Bereinigungsvorlage noch innerhalb Ihres Haushalts massive Umschichtungen, nicht nur in diesem Jahr, der Kollege Kalb ist ja gerade auf die Verpflichtungsermächtigungen eingegangen, vorgenommen haben. Aber zum anderen eben auch, weil es gerade in den Wochen nach der ersten Lesung hier im Plenum eine ganze Menge an Berichterstattung gab. Und da Sie jetzt ein knappes Jahr im Amt sind, will ich nur noch mal kurz auflisten, was Sie alles angekündigt haben bisher. Sie wollen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, Rüstungsprojekte, die oftmals viel zu teuer und viel zu spät sind, endlich unter Kontrolle bringen, die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber machen, neues Weißbuch schreiben und schließlich auch neue Großprojekte anstoßen. Und wenn wir schauen, was haben Sie nach einem Jahr viel angekündigt? Was haben Sie da erreicht? Dann fällt mir ein, naja, im Dezember haben Sie zuerst Staatssekretär Wolf in den Ruhestand versetzt. Herr Bemelmanns musste im Februar folgen. Genauso wie die Abteilungsleiter Seelhausen und Paul Jansen, der vor wenigen Tagen als Haushaltsdirektor in den Ruhestand versetzt werden soll. Mit den Rüstungsprojekten sieht es so aus, da haben Sie viel angekündigt, im Februar die Entlassungen, ein Gutachten aufgesetzt, das im Oktober kam. Ich werde noch darauf zurückkommen. Und jetzt, vor wenigen Tagen, gab es, wie ich lesen konnte, eine Kick-off-Veranstaltung eines neuen Teams, das sich mit Rüstungsmanagement befassen soll. Viel ist also nicht geschehen. Wo viel geschehen ist, ist bei Verzögerung der großen Beschaffungsprogramme Puma, beim A400M, der zwar kommt, aber mit Minderleistungen und ohne Wartungsvertrag bisher, und schließlich bei Produktionsmängeln des Eurofighter und einem Beschaffungsstopp für das G36. Alles in allem muss man sagen, Ihre Bilanz nach einem Jahr, Frau von der Leyen, die sieht ziemlich mau aus. Es reicht eben nicht, einfach nur Berichte zu schreiben. Sie müssen auch mal Entscheidungen treffen, auch wenn diese unbequem sein mögen. Und es wird ja viel darüber geredet, hat die Bundeswehr zu viel oder zu wenig Geld. Sie haben heute bereits 5 Milliarden Euro mehr an Haushaltsmitteln zur Verfügung, als Sie es eigentlich nach der Planung Ihres Unionskollegen Karl Theodor zu Guttenberg haben dürften. Zusätzlich haben Sie den Etat für die kommenden Jahre noch mit Verpflichtungsermächtigungen im Milliardenbereich vollgestopft. Und Sie haben uns dann einen Haushaltsplan hingelegt, der null Rücksicht nimmt auf die Probleme beispielsweise im Materialerhalt, der null Rücksicht nimmt darauf, dass Sie im letzten Jahr gut mit Ihrem Geld ausgekommen sind und 1,5 Milliarden Euro zurückgegeben haben. Nein, Frau von der Leyen, dieser Haushaltsplan 2015, er ist eigentlich das Gegenteil eines Plans. Er ist in Zahlen gegossene Planlosigkeit. Und ich kann den Kollegen der Union raten, vorsichtig zu sein, wenn wir über Rüstungsprojekte reden. Nämlich da kommt es besonders deutlich zum Vorschein. Beschaffungsprojekte haben ja nun mal immer medial eine große Aufmerksamkeit. 4,3 Milliarden allein jetzt in 2015. Das ist eine ganze Menge Geld. Es ist teilweise mehr Geld, als andere Minister überhaupt zur Verfügung haben. Ich glaube, Herr Steinmeier,
der hier zuvor über sein Etat geredet hat, wäre froh, wenn er 4,3 Milliarden Euro in der Gesamtsumme hängen hätte. Und das erfordert natürlich, dass man, wenn es immer mehr Wünsche gibt, wenn es immer mehr Wünsche gibt, als es Geld gibt, erst recht vernünftig mit diesem Geld umgeht und priorisiert. Und obwohl es in den letzten Monaten immer wieder hieß, es gäbe keine Spielräume im Verteidigungsetat, obwohl es immer wieder hieß, haben Sie dann plötzlich in der Nacht der Bereinigungssitzung sich noch über 1 Milliarde Euro mehr an Geld, ich weiß nicht, wo Sie das hergefunden haben, über 1 Milliarde Euro mehr an Geld für zwei Projekte, auf die ich kommen möchte, gegönnt, die nicht nur höchst umstritten sind, sondern man sich dann fragen möchte, wie kommen Sie dazu, 1 Milliarde mehr zu finden, wenn plötzlich kein Geld da ist? Da geht es zum einen um den GTK-Boxer. Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie noch gesagt, Sie wollen Schluss machen damit, dass es immer wieder aus dem politischen Raum, ich auch ein bisschen Bashing gegenüber dem Parlament daraus gehört, aus dem politischen Raum motivierte Rüstungsprojekte gibt, industriepolitisch getarnt, die später kommen, teurer werden, vielleicht sogar nicht benötigt werden. Ihr eigener Staatssekretär, Herr Grübel, schreibt uns noch am 14. August, eine zusätzliche Beschaffung von GTK-Boxer, ich zitiere jetzt wörtlich, würde grundsätzlich eine Korrektur der Leitlinien zur Neuausrichtung der Bundeswehr und den darin verankerten Obergrenzen für strukturrelevante Hauptwaffensysteme bedingen, Zitat Ende. Und weiter, Zitat, weder die Beschaffung von zusätzlichen GTK-Boxern noch eine Erhöhung der Aufwendungen für den Betrieb sind mit der derzeitigen Finanzplanung abbildbar, Zitat Ende. Seit August haben sich die Dokumente, die die Obergrenzen der strukturrelevanten Hauptwaffensysteme bedingen, nicht geändert, weil da hätte es einen Kabinettsbeschluss geben müssen. Es gab keine Änderung. Die Koalition hat dann im Verteidigungsausschuss am 14. Oktober dennoch gefordert, nicht nur neue Kampfpanzer, nicht nur ein Leopard 3 entwickeln und irgendwelche aus meiner Sicht ziemlich absurden Vorstellungen. Nein, sie wollten dann auch weitere GTK-Boxer und sie haben das begründet mit einer veränderten sicherheitspolitischen Lage auf diesem Planeten. Und jetzt könnten Sie sich, Frau von der Leyen, ja rausreden und sagen, okay, mir hat die Koalition in der Bereinigungsnacht das reingedrückt, so wie letztes Jahr die globale Minderausgabe. Das wäre reingestimmt worden. Nein, was macht das Verteidigungsministerium? Sie machen sich auf einmal mit dieser Haltung gemein. Sie übernehmen diese Haltung, sprechen dann zwar von einer geänderten Sicherheitslage bezogen im europäischen Rahmen, wollen uns aber dann am 6.11. bitten, weil es vor allem die Landstreitkräfte sind, die jetzt erforderlich wären, 131 mehr GTK-Boxer zu beschaffen, als es überhaupt die Struktur der Neuausrichtung der Bundeswehr vorsieht. Das, Frau von der Leyen, ist das exakte Gegenteil dessen, mit dem Sie im Dezember 2013 Ihr Amt angetreten haben, was den Rüstungsbereich betrifft. Und das ist verantwortungslos gegenüber all denen, die auf dieses knappe Geld angewiesen sind. Und ich würd jetzt nicht solche Witze reißen, wenn die Soldatinnen und Soldaten, und zu dem Thema wollte ich gerade kommen, sich Sorgen machen um das Thema Materialerhalt. Das wir in den letzten Wochen und Monaten zu leider haben vernehmen müssen. Sie haben beim Materialerhalt in diesem Haushalt praktisch nichts gemacht. Sie geben Geld aus für neue Projekte. Beim Materialerhalt haben Sie über Jahre hinweg sich auf eine Strategie eingeschossen, Breite vor Tiefe, ohne diese Strategie richtig und vollständig zu reflektieren. Breite vor Tiefe, so wie Sie das verstehen, heißt, wir haben von allem etwas, aber nicht viel. Kein Wunder, dass dann Wartungs- und Instandhaltungskosten nach oben gehen. Kein Wunder, dass dann darunter die Soldatinnen und Soldaten leiden. Und kein Wunder, dass unter diesem Ansatz dann auch Auslandseinsätze wie in der Türkei teilweise auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden. Ich gebe dem Kollegen Bartholomäus Kalb an einer Stelle voll und ganz recht. Wir verlangen Menschen, die sich entscheiden, bei der Bundeswehr Dienst zu tun, viel ab. Wir verlangen von Ihnen unter anderem ab, dass wenn wir hier in diesem Hohen Hause beschließen, ihr geht in einen Auslandseinsatz, dass Sie das tun müssen. Wir geben diesen Menschen eine Zusage. Geben diesen Menschen die Zusage, wenn ihr 4 Monate im Ausland gedient habt, dann habt ihr 20 Monate in Deutschland Karenzzeit, könnt ihr euren Dienst im Heimatland machen. In der Türkei, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Patriot-Staffeln, die dort im Einsatz sind,
Mir ist auf meine Frage geantwortet worden, bei über einem Drittel der Soldatinnen und Soldaten können wir diese Zusage nicht einhalten, weil die Durchhaltefähigkeit an dieser Stelle nicht gegeben ist. Das ist verantwortungslos gegenüber den Betroffenen. Und das zeigt, dass das Konzept Breite vor Tiefe überhaupt nicht zu Ende gedacht ist und dass Sie hier, Frau von der Leyen, endlich umsteuern müssen im Sinne der Betroffenen. Und ich habe dann, als ich mir angeguckt habe, wie Sie, das führt mich direkt zum Thema Attraktivität, wie Sie das finanzieren, schon gedacht, 25 Jahre nach dem Mauerbau gäbe es jetzt eine Neuerfindung von Schwertern zu Pflugscharen im Verteidigungsministerium. Fregatten zu Flachbildschirmen hätte ich das überschrieben. Es war lange Ihr persönliches Geheimnis, wie Sie die Attraktivitätsagenda 126 Millionen Euro im kommenden Jahr finanzieren wollen. Bis eine Woche vor der Bereinigungssitzung haben Sie gesagt, Sie schichten irgendwas um. Dann sehen wir plötzlich, dem Kollegen Gädichens, glaube ich, wird es in der Seele wehtun, eine Fregatte kommt später, da wird Geld frei. Jetzt könnten wir als grüne Partei noch große Sympathie, Frau von der Leyen, dafür empfinden, wenn das eine politische Strategie wäre, wenn das Verteidigungsministerium sich auf den Weg machen würde und sagen würde, okay, wir geben weniger für Rüstung aus, um Geld investieren zu können in Köpfe und in vernünftige Arbeitsbedingungen, dann würden wir das noch unterstützen. Aber was Sie hier machen, Sie spielen haushaltspolitisches Roulette auf dem Rücken der Soldatinnen und Soldaten, die darauf vertrauen, dass die Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Dienst kommen. Und an dieser Stelle werden Sie Ihrer Verantwortung als oberste Dienstherrin dieser Person nicht gerecht. Und Attraktivität, das ist viel mehr als nur das. Und ich glaube, da wird mir auch niemand widersprechen, dass nur in der Attraktivitätsagenda steht. Das erfordert funktionierendes Material, auf das sich die Soldatinnen und Soldaten verlassen können müssen. Das erfordert aber auch Unterkunftsgebäude, die angemessen ausgestattet sind. Da rede ich nicht über Mini-Kühlschränke und Flachbildschirme. Ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen. Ich rede über ganz einfache Dinge wie funktionierende Sanitärräume, ordentlich ausgestattete Stuben, dass es nicht durchs Dach regnet. Ihr eigener Staatssekretär Gerd Hofe sprach im Verteidigungsausschuss davon, dass 40% der Unterkunftsgebäude in einem dramatischen Zustand seien. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben selbst sieht einen Sanierungsaufwand von 4,3 Milliarden Euro mindestens. Was machen Sie? Sie kürzen die Verpflichtungsermächtigung, Sie kürzen die Mittel ab 2016 folgende für Infrastruktur und Baumaßnahmen. Das ist ein Widerspruch zur eigenen Analyse Ihres Ministeriums und auch das ist unverantwortlich gegenüber den Menschen, die in diesen Unterkunftsgebäuden leben sollen. Ich muss feststellen, zum Ende nach einem Jahr, Frau Ministerin, will ich Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie in Ihren eigenen Ansprüchen gescheitert wären. Scheitern, finde ich, kann man nur, wenn man sich auf den Weg macht und versucht, gegen Widerstände anzukämpfen. An vielen Stellen, seien es politisch motivierte Rüstungsprojekte, sei es das Thema Unterkunft, sei es das Thema Managementprobleme in den Griff zu kriegen, da haben Sie sich nun eingereiht. Sie haben sich nun eingereiht in die Reihe von Herrn Jung, von Herrn zu Guttenberg und von Herrn de Maizière. Ich kann nicht erkennen, dass hier irgendwas anders werden soll. Das zeigt sich auch in Ihrem Haushalt, Ihrer Verantwortung gegenüber denen, die Ihnen anvertraut sind, gegenüber den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in diesem Land, werden Sie nicht gerecht. Mit dem Haushalt 2015 begeben Sie sich leider auf ein haushaltspolitisches Himmelfahrtskommando. Da lassen wir Sie alleine reisen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sagt Tobias Lindner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, das war nicht nur der Ausblick auf den Wehretat 2015 und die Kritik daran, sondern auch auf die Amtszeit der Ministerin. Jetzt fast ein Jahr die Große Koalition, aber die Minister ja erst im Dezember vereidigt, also 11 Monate. Die Ministerin übrigens als übernächste Rednerin hier auch angekündigt. Jetzt hören wir aber erst noch Karin Ebersmeier für die SPD-Fraktion. Dass wir gemeinsam die rot-schwarze Null hinbekommen haben. Und ich glaube daran, dass das keine Eintagsfliege bleiben muss. Ich danke meinen Mitberichterstattern und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl und natürlich auch bei der Ministerin und ihren Staatssekretären und heute natürlich auch ganz besonders Herrn Dr. Janssen für die gute und kollegiale Zusammenarbeit. Und ich freue mich auf die Fortsetzung im nächsten Jahr. Wir werden auch 2015 hart, in der Sache aber diszipliniert zusammenarbeiten.
Und sollte uns die Konjunktur keinen allzu fetten Strich durch die Rechnung machen, dann können wir auch im nächsten Jahr einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen. Künftige Generationen werden uns das sicher danken. So viel zur Metaebene. Jetzt gehe ich mal in die Niederungen des Einzelplans. Natürlich ist jeder Einzelplan etwas Besonderes. Erlauben Sie mir die Bemerkung, der Einzelplan 14 ist sogar ganz was Besonderes. Kein Etat wurde in den zurückliegenden Wochen so öffentlich diskutiert wie der Verteidigungsetat. Zu Recht. In der Vergangenheit haben wir viel zu wenig darüber diskutiert. Ich fange hier aber nicht noch einmal damit an, die Horrorgeschichten aus dem Beschaffungsbereich des BMVG zu wiederholen. Da wurde ja zur Genüge berichtet. Heute ist der Zeitpunkt, nach vorn zu schauen. Und in dieser Krise liegt eine Chance, nämlich die Chance, es in der Zukunft besser zu machen. Und natürlich darf es künftig nicht mehr so sein, dass altersschwache Hubschrauber am Boden bleiben müssen, während hunderte Millionen Euro an den Finanzminister zurücküberwiesen werden. Da ist es völlig egal, ob es in diesem Jahr schon wieder 300 oder 700 Millionen sind, die so ungenutzt liegen bleiben. Schon wenn ein Euro nicht investiert wird, ist das den Soldaten in ihren zum Teil maroden Kasernenunterkünften nicht zu vermitteln. Was muss also in Zukunft besser werden? Zunächst einmal, Frau Ministerin, Sie haben für einen wesentlichen Bereich Ihres Etats den richtigen Weg eingeschlagen. Das Thema Beschaffung lag in den letzten 3 Jahren völlig am Boden. Nichts wurde entschieden, jedenfalls nichts, was in die Zukunft gerichtet war. Bis vor gut einem Jahr saß ich selbst noch im Verteidigungsausschuss und uns war völlig klar, dass das so nicht weitergehen kann. Jeder Autofahrer weiß, wenn ich 3 Jahre lang nicht in Öl investiere, dann ende ich spätestens im 4. Jahr auf dem Standstreifen und muss abgeschleppt werden. Mit dem Gutachten von KPMG und anderen zu den Beschaffungsprojekten des BMVG liegt jetzt wenigstens mal eine präzise Handlungsgrundlage vor, mit deutlicher Aussprache und auch ebenso deutlichen Arbeitsaufträgen. Und mit Ihrer neuen Staatssekretärin, Frau Ministerin, haben Sie auch jemanden gefunden. Das ist jedenfalls mein Eindruck und im Jargon zu bleiben, der weiß, wie man mit so einer Präzisionswaffe umgeht. Es ist also Bewegung reingekommen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeit gerade erst begonnen hat. Abgerechnet wird auch hier erst zum Schluss. Trotzdem gibt es von mir bewusst Vorschusslorbeeren. Als Zeichen des Vertrauens und als Signal, dass die Haushälter der Koalition sich hier nicht auf eine Zuschauerrolle zurückziehen. Und Frau Ministerin, bitte verstehen Sie in diesem Sinne auch die mehr als 4 Milliarden Euro, die wir Ihrem Etat als Verpflichtungsermächtigungen zugestanden haben. Das ist eine bemerkenswerte Summe und haushalterisch ziemlich einmalig. Auch wenn natürlich klar ist, dass im Einzelnen alles noch unter Vorbehalt des Haushaltsausschusses steht. Wir wollen Sie darin unterstützen, an dem gesteckten Ziel der Konsolidierung des Beschaffungsbereiches festzuhalten. Mich beschleicht heute allerdings schon wieder das Gefühl, dass manche die kritischen Passagen aus dem Gutachten herauspicken, die Ihnen gerade in den Kram passen. Und da, wo es gerade nicht passt, da wird versucht, die Empfehlungen aus dem Gutachten politisch wegzudiskutieren. Jedem sollte jetzt klar sein, das geht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen bitte ich auch das BMVG eindringlich darum, hier Kurs zu halten. Und zwar auch dann, wenn der politische Druck in die eine oder andere Richtung noch weiter wächst. Die Frage der politischen Einflussnahme bei Beschaffungsvorhaben ist neben dem partiellen Versagen von Industrie und Verwaltung auch ein wesentlicher Kritikpunkt, der an vielen Stellen im Gutachten zutage tritt. Ich zitiere mal sinngemäß: Durch die Einflussnahme der Politik auf die Analyse von Rüstungsprojekten kommt es oftmals zu unrealistischen Zeit- und Kostenplanungen. Dabei kann die oftmals impulsartige Einflussnahme wegen mangelnder planerischer oder prozessualer Grundlagen oftmals nicht strukturiert abgefangen werden. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, das sollten wir uns so auch ins Tagebuch schreiben. Auch die Politik muss ihren Beitrag leisten. Wir müssen sachgerechte Entscheidungen zum Durchbruch verhelfen, frei von Partikularinteressen.
Und das Stichwort Partikularinteressen bringt mich schließlich zu meinem nächsten Punkt, die Frage der Europäisierung bzw. Internationalisierung. Die Bundesregierung hat einen Weißbuchprozess angekündigt, den ich sehr begrüße und von dem ich mir ganz besonders erhoffe, dass er belastbare Flöcke einschlägt, sowohl beim Thema Joint Forces und Pooling und Sharing, vor allem aber auch beim Thema Standardisierung und gemeinsame Beschaffung. Es muss mehr auf den Tisch als nur ein bloßes Bekenntnis zur internationalen bzw. europäischen Perspektive. Selbst wenn es in den kommenden Jahren zu einem Anstieg des Verteidigungsetats kommen sollte, das wird die Notwendigkeit einer effizienten Internationalisierung nicht abschwächen. Wenn überhaupt, dann würde eine Etaterhöhung das Leiden verlängern. Die Stückzahlen werden nämlich weiter sinken, die technischen Anforderungen werden weiter steigen. Und damit steigt auch der Preis. Und die Kosten müssen wir uns im Bündnis teilen. Anders wird es aus haushaltspolitischer Sicht nicht gehen. Und alles andere macht auch sicherheitspolitisch keinen Sinn. Allerdings, das gehört auch zur Wahrheit dazu, die bisherigen europäischen Rüstungsprojekte waren alles andere als ein Schnäppchen. Es kann daher zukünftig nicht mehr so sein, dass man sich mit seinen Partnerstaaten auf die Beschaffung eines Flugzeugtyps einigt und im Nachhinein dann jedes Land über seine eigene Projektagentur noch so lange individuelle Goldrandwünsche hinzufügt, bis am Ende quasi doch ganz verschiedene Flugzeuge dabei herauskommen. Wenn man das so macht, kann man sich das Ganze auch sparen. Künftig muss gelten, wenn man sich auf VW Golf verständigt, dann wird auch ein VW Golf beschafft und nichts anderes. Nur so kann man wirklich sparen, ganz abgesehen davon, dass Lieferzeiten sich verkürzen und die Truppe noch schneller an neues Gerät kommt. Sehr geehrte Damen und Herren, da steckt noch viel Arbeit im Detail, wie man sieht, auf die ich nun nicht mehr eingehen kann. Bei aller Manöverkritik will ich aber auch noch zwei gute Nachrichten verbreiten. Die eine Nachricht lautet, es ist vieles gut. Ich weiß zwar nicht, ob der A400M vor Silvester in diesem Jahr noch abgenommen werden kann, aber ich weiß, dass wir ein Spitzenflugzeug bekommen werden. Will sagen, wenn Rüstungsprojekte zulaufen, dann steht auch Top-Qualität auf dem Hof. Und die zweite gute Nachricht für die Soldatinnen und Soldaten. Der Haushalt 2015 wird zumindest ein wenig Bewegung in den Personalkörper bringen. Im zivilen Bereich sind 200 Planstellenanhebungen von Besoldungsgruppe A7 auf A8 vorgesehen. Das hilft, den Beförderungsstau bei der Beförderung zum Hauptsekretär aufzulösen. Und bei den Streitkräften werden zusätzliche 50 Planstellen der Besoldungsgruppe A12 ausgebracht, was auch hier helfen wird, etwas Bewegung in den Stau zu bringen. Das waren die positiven Nachrichten zum Schluss. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die hatte nämlich hier Karin Ebers-Meyer für die SPD-Fraktion zum Ende ihrer Rede noch mitzugeben. Vielleicht eine Vorlage für die Ministerin, die jetzt als Nächste ans Rednerpult kommt und jetzt sprechen will. Meine Damen und Herren, Herr Lindner, wenn ich Ihnen zugehört habe, bis auf Active Fence hatte man das Gefühl, dass wir hier auf einer Insel sind. Dem ist nicht so. Und viele der Dinge, die sich heute in dem Haushalt widerspiegeln, sind der aktuellen Entwicklung geschuldet. Ich bin in der vergangenen Woche beim Europäischen Rat der Verteidigungsminister in Brüssel gewesen zur Aussprache in der Sicherheitslage Europas. Da konnte man mit Händen greifen, wie sehr Europa inzwischen beeinflusst ist von den Instabilitäten, die uns umgeben. Um nur die Politik des Kremls zu nennen, mit all den Konsequenzen, die das hat für die Ukraine und unsere Friedensarchitektur in Europa, der Kampf gegen IS im Irak und Syrien, die Ebola-Epidemie, die uns fordert, in einem nie gekannten Maße, nur um drei Themen zu nennen. Das sind Herausforderungen, von denen wir alle wissen, dass das nicht kurzfristig ist, sondern dass uns das eine geraume Zeit beschäftigen wird und dass uns das enorm fordern wird. Hinzu kommt, dass wir Aufgaben bekommen haben. Die Staats- und Regierungschefs haben in Europa im Dezember 2013 beschlossen, die europäischen Verteidigungsfähigkeiten zu kräftigen. Wir sind dabei, das umzusetzen für den nächsten Sommer. Und auch die NATO hat der aktuellen Entwicklung geschuldet, auf dem Gipfel in Wales Beschlüsse gefasst, wie die Allianz ihr Fähigkeitenprofil anpassen kann, wie sie schneller werden kann, wie sie flexibler werden kann. Auch hier sind wir dabei, besonnen, aber entschlossen, diese Dinge anzugehen.
Ich will damit sagen, diese Herausforderungen werden uns etwas kosten. Das alles ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und ich glaube, diese Botschaft ist inzwischen im politischen Raum angekommen. Und das spiegelt dieser Haushalt auch wider. Die Bundeswehr ist für Jahre oder über Jahre durch den Einsatz in Afghanistan geprägt gewesen. Das war gut und das war richtig. Und wir werden auch in der nächsten Woche über die Folgemission des ISAF-Einsatzes hier diskutieren. Der Einsatz in Afghanistan hat sicherlich das Land Afghanistan verändert, von einer Terrorherrschaft der Taliban heute zu einem Land, das Perspektiven hat, wo nicht alles gut ist, aber das neue und andere Perspektiven hat. Aber Afghanistan hat auch uns, hat auch die Bundeswehr sehr, sehr stark geprägt. Wir sind inzwischen eine Armee im Einsatz, eine Parlamentsarmee, die gemeinsam mit unseren Partnern und Verbündeten einen hervorragenden und vor allem einen international anerkannten Dienst leistet. Und das spiegelt sich auch wieder in dem Spektrum der Einsätze, die wir inzwischen haben. Stichwort Verantwortung, die wir übernehmen. Allein in den vergangenen 11 Monaten Mali, Somalia, Zentralafrikanische Republik, die Unterstützung der Flüchtlinge im Nordirak und die Unterstützung der kurdischen Armee, der Peschmerga im Nordirak. Der Einsatz gegen die Ebola-Epidemie, wo ich auch nur sagen kann, das ist bewegend gewesen, mit wie viel Herz und Mut sich nicht nur Soldatinnen und Soldaten, sondern unendlich viele Reservistinnen und Reservisten auch hier gemeldet haben und diesen Einsatz leisten wollen. Das spricht auch für den Geist unseres Landes, dass, wenn Not am Mann und an der Frau ist, sich die Menschen auch beherzt dafür melden. Und ich finde, was viel zu wenig beachtet worden ist, die Bundeswehr hat in kürzester Zeit eine Luftbrücke aufgebaut, die täglich Hilfsgüter aus dem Senegal direkt in das Ebola-Gebiet jeden Tag fliegt. Dafür haben wir in breitem Maße zu danken, dass das alles geht. Es sind eine Fülle von Aufgaben, die entschieden werden mussten in diesem Jahr, die durchgeführt werden mussten, eine Fülle von notwendigen Aufgaben und Aufgaben, die auf absehbare Zeit nicht weniger werden, sondern wahrscheinlich eher mehr werden. Meine Damen und Herren, als ich vor einem halben Jahr an diesem Pult hier stand und wir den Haushalt 2014 abgeschlossen haben, da ist der Verteidigungsetat mit den globalen Minderausgaben und 400 Millionen Euro gekürzt worden, weil diese damals nicht verausgabt wurden. Völlig in Ordnung. Heute, 6 Monate später, haben wir deutlich gesagt, dass wir eine weitere Kürzung nicht verkraften können und dass wir um die Annahme des Regierungsentwurfs ohne Kürzungen bitten. Dieses Ziel haben wir erreicht. Mehr noch, der Verteidigungshaushalt ist für 2015 höher als zunächst im Regierungsentwurf ausgewiesen. Das ist der Lage angemessen. Dafür danke ich von Herzen und das ist ein Erfolg, meine Damen und Herren. Denn es geht nicht um nichts weniger in diesem Etat als um eine nachhaltige Modernisierung der Bundeswehr, und zwar sowohl beim Personal als auch beim Material. Das ist etwas, wofür wir einen langen Atem brauchen. Da werden wir noch so manche Hürde überwinden müssen. Da wird es noch so manches Problem geben, was Sie zu Recht in der Opposition dann auch anprangern werden. Aber wir müssen dort stetig vorangehen. Bei den Herausforderungen, die wir haben, bereiten wir heute den Boden im Haushalt 2015. Ab 2016 können wir neue und wir können sichtbare Akzente setzen. Beim Personal geht es um nichts weniger als um die Aufstellung einer demografiefesten Armee. Wie wir mit Soldatinnen und Soldaten aufgestellt sind, das entscheidet über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, auch das Material. Aber es sind die Soldatinnen und Soldaten, die den Unterschied machen, ob diese Bundeswehr ihr Gesicht behält, so modern und international, oder ob sie es verliert. Und dafür lohnt es sich einzusetzen. Wir haben deswegen das Artikelgesetz eingebracht. Und Herr Lindner, Sie haben selbst gemerkt, als Sie angefangen haben, über Kühlschränke und Flachbildschirme zu spotten, dass der Spott vielleicht nicht angemessen ist. Und deshalb nehme ich das hier beiseite. Wenn Sie sagen Fregatte für Flachbildschirme, Sie wissen, dass es geht darum, dass wir dieses Artikelgesetz in seiner Breite finanzieren. Und da ist es legitim,
wenn Dinge ausfallen wie die Fregatte, im Augenblick in diesem Haushaltsjahr diese Mittel dort zu allozieren für die Soldatinnen und Soldaten. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Signal an die Truppe, das auch richtig verstanden wird. Das ist übrigens auch ein wichtiges Signal an unsere Partner und Verbündeten, die die nachhaltige, demografiefeste Aufstellung unserer Armee auch wahrnehmen. Und Herr Leutert, niemals habe ich gesagt, dass wir ein Arbeitgeber sind wie jeder andere, sondern gerade, dass wir kein Arbeitgeber sind wie jeder andere, weil unsere Soldatinnen und Soldaten mehr leisten müssen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sonst. In Extremis müssen sie bereit sein, ihr Leben zu lassen. Aber was ich immer sage, ist das ein Grund, weil sie im Einsatz mehr leisten müssen als jeder andere, sich hier zu Hause schlechter zu behandeln als viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Nein, im Gegenteil, wir müssen sie besser hier zu Hause behandeln als viele, viele andere. Und deshalb ist der Ansatz wichtig. Weite Thema Material. Auch da haben wir erhebliche Herausforderungen. Das Rüstungsgutachten hat die Dimension der Probleme bei den Rüstungsprojekten klargemacht. Ja, das ist keine schöne Bilanz, zu teuer, zu spät und mit Mängeln. Auch hier geht es um die Modernisierung der Streitkräfte. Und wir alle kennen den Teufelskreis, unter dem wir gelitten haben, bis in dieses Jahr auch hinein. Und das ist noch lange nicht abgearbeitet. Zu teure Rüstungsprojekte heißt, sie verdrängen andere Fähigkeiten, die man hätte sonst aufsetzen können. Zu spät heißt, sie fehlen der Truppe. Das haben wir in diesem Sommer sehr schmerzhaft spüren müssen. Zu spät heißt auch altes, wenn auch bewährtes, aber betagtes Material länger nutzen müssen. Mehr Nutzung heißt mehr Wartung, mehr Instandsetzung. Dafür ist die Ersatzteillagerbeschaffung nicht ausgelegt. Und so kann man den Teufelskreis drehen, den wir durchbrechen müssen. Wir haben die Agenda Rüstung jetzt aufgestellt. Erstens klarer rüstungspolitischer Kurs. Vielen Dank, Bartel Kalb, für die Analyse der Schlüsseltechnologien bereits. Kann ich mir sparen hier, aber das ist einer der Punkte. Der andere ist multinationale Rüstungskooperation. Es geht voran mit Frankreich, es geht voran mit Spanien, mit England, aber auch gemeinsame Arbeit der Armeen mit den Niederlanden, mit Polen. Es geht um ein verbessertes Rüstungsmanagement. Das ist eine Kerneraufgabe und die ist nicht in einem Rutsch getan, sondern da geht es darum, die Prozesse zu verbessern, da geht es darum, das Risikomanagement zu verbessern, das Vertragsmanagement, das Lieferantenmanagement, die Organisationsentwicklung im BeinBW. Was man auch gesehen hat, ist, dass wir mitten in der Neuausrichtung sind. Das heißt, an ganz vielen Behörden auch noch nicht die Fachkräfte an den Stellen sind, wo sie gebraucht werden. Das heißt, Dinge auch liegen bleiben, die dringend gemacht werden müssen. Also eine Bundeswehr, die wirklich im Augenblick auch im Umbruch ist, der Neuausrichtung, die notwendig war und richtig ist, geschuldet, aber wo es eben auch zeigt, dass wir erhebliche Arbeit noch vor uns haben in diesem Modernisierungsprozess. Wir müssen Fähigkeitslücken schließen. Wir müssen die Einsatzbereitschaft stärken, deshalb die Taskforce für die Drehflügler und die Stauflügler. Wir müssen Kennzahlen darlegen. Auch da haben wir einen Ausschuss gemeinsam gehabt, der das gezeigt hat, dass wir wissen, wie die materielle Einsatzlage ist. Erhebliche Aufgaben vor uns, aber dieser Haushalt gibt uns eine gute Basis dafür. Ich danke für die Verpflichtungsermächtigung von 1,8 Milliarden Euro. Das gibt uns einen Handlungsauftrag, Entscheidungen reifen zu lassen. Aber wenn sie dann soweit sind, können wir auch die Verträge schließen, die notwendig sind. Das Wichtigste aber, meine Damen und Herren, wir haben die Möglichkeit, 1,8 Milliarden mehr in die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten zu investieren. Das ist ein Riesenschritt voran, und wir werden jetzt auch mutig die richtigen Entscheidungen treffen. Zur Agenda gehört auch, dass wir mindestens 20% des Verteidigungsetats in Modernisierung und Ausrüstung der Bundeswehr einsetzen wollen. Projekte im Zulauf sind genug da. Fregatten A400M, die neue Hubschraubergeneration, geschützte Fahrzeuge wie der GTK Boxer, der Puma, die Liste ist lang. Heißt für uns auch gemeinsam ein ordentliches Stück Arbeit. Wir müssen den Stau der vergangenen Jahre auflösen. Wir müssen neue Vorhaben auf den Weg bringen. Wir müssen den Zulauf und den Mittelabfluss koordinieren. Das ist eigentlich die Kunst. Das weiß jeder Erfahrene hier, dass nicht immer das zeitgerecht kommt und deshalb der Mittelabfluss auch nicht immer passt. Das heißt, das Bugwellenphänomen, was wir im Augenblick vor uns hertragen, das müssen wir gemeinsam in den nächsten Jahren in den Griff bekommen. Und das bedeutet, was ich eben schon gesagt habe, dass diese Modernisierung keine Einmalaktion ist,
sondern eine Daueraufgabe. Ich möchte noch ein paar Worte zur materiellen Einsatzbereitschaft verlieren. Im September haben die Inspekteure unter großer medialer Beachtung zur materiellen Einsatzbereitschaft im Verteidigungsausschuss vorgetragen. Das Bild war nicht zufriedenstellend, insbesondere bei den fliegenden Waffensystemen. Aber die Verengung auf die Problembereiche, die wir zweifelsohne haben, das will ich gar nicht abstreiten, hat dazu geführt, dass die generelle Einsatzbereitschaft infrage gestellt wurde. Und das weise ich zurück. Im Gegenteil, die Bundeswehr erfüllt alle ihre Einsatzverpflichtungen. Die Soldatinnen und Soldaten sind mit Gerät im Einsatz ausgestattet, das auch im Vergleich mit unseren internationalen Partnern erstklassig ist. Gerade wenn wir den Blick auf Themen wie geschützte Fahrzeuge werfen. Wir haben die größte Flotte an geschützten Fahrzeugen Europas. Nochmal, es gibt Probleme mit den neuen Waffensystemen, die zulaufen, gar keine Frage. Aber das heißt ja nicht, dass wir blank stehen. Auf Ihre Frage nach dem GTK-Boxer, Herr Lindner, der ist wichtig für die Zukunft, für den Infanteristen der Zukunft, gar keine Frage. Deshalb sind wir auch der Meinung, dass wir mehr davon brauchen. Aber dahinter stehen über 500 Transportpanzer Fuchs zur Verfügung, die dann nicht mehr aufgerüstet werden, um Ihre Frage zu beantworten, sondern ausgefasst werden können. Das Gleiche gilt für den Puma, der auch noch nicht da ist. Aber dahinter stehen über 400 Marder. Mit anderen Worten, das ist mir wichtig, Probleme gibt es. Daran müssen wir hart arbeiten. Aber wir sollten unser Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, meine Damen und Herren. Das ist auch wichtig. Die Soldatinnen und Soldaten haben einen besonderen Auftrag. Den rufen wir uns immer wieder in Erinnerung. Wir haben am vergangenen Wochenende gemeinsam mit dem Bundespräsidenten in Potsdam den Wald der Erinnerungen eingeweiht. Das ist neben der zentralen Gedenkstelle hier in Berlin-Mitte ein ganz besonderer Ort der Erinnerung. Ein Ort der Trauer, ein Ort des Gedenkens an unsere Soldaten, die im Einsatz gefallen sind. Es ist auch ein Ort geworden, wo die Familien, die Freundinnen und Freunde, die Kameradinnen und Kameraden Geborgenheit und Stille finden. Es ist eine ergreifende und es ist eine würdige Gedenkstätte geworden. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich allen jenen danken, die an der Konzeption und an der Entscheidung weit vor meiner Zeit beteiligt gewesen sind. Das ist für mich beeindruckend gewesen, was dort gewachsen ist. Es ist eine Gedenkstätte, die uns mahnt, dass unsere Soldatinnen und Soldaten einen einzigartigen Dienst tun im Einsatz, aber auch in der Heimat und dass wir bestmöglich für sie sorgen müssen. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der diese Gruppe, die hier im Hohen Haus versammelt ist, immer wieder auch eint. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Ihr letzter Gedanke galt den Soldaten, aber auch beim Parlament hat sie sich hier bedankt dafür, dass ihr Etat nicht gekürzt wurde. Jetzt geht es weiter in der Aussprache mit Katrin Kunert von der Linksfraktion. Weil Deutschland eben nun mal gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstößt. Und das darf man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Außenminister Steinmeier hat vor kurzem gesagt, dass wir im Ukraine-Konflikt sorgfältig auf unsere öffentliche Sprache achten sollten, wenn wir zu einer Lösung beitragen wollen. Wir stimmen dem ausdrücklich zu, denn auch der Westen trägt Verantwortung für diesen Konflikt. Und die Kanzlerin hingegen hat auf dem G20-Gipfel ausschließlich Russland scharf kritisiert. Der aktuelle Scherbenhaufen ist riesig und wir müssen verdammt aufpassen, dass wir nicht in einen neuen Kalten Krieg schlittern. Es ging und geht um militärische Eindämmung und Isolierung Russlands. Und Deutschland hat bereits den viertgrößten Militärhaushalt der NATO und den siebtgrößten Militärhaushalt der Welt. Und alle NATO-Mitglieder zusammen geben 12-mal mehr aus für Militär als Russland. Und darüber sollten wir hier in diesem Haus mal reden. Machen wir doch. Der Bundespräsident und die Verteidigungsministerin predigen, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Das will die Linke auch. Wir verstehen unter Verantwortung, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf und dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet werden sollen.
Diese schaffen keine nachhaltige Sicherheit und sollen 460 Millionen Euro im nächsten Jahr kosten. Und das lehnt die Linke ab. Stattdessen müssen Strukturen kollektiver Sicherheit geschaffen und gestärkt werden. Für uns ist das vor allem die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie ist die einzige regionale Sicherheitsorganisation, in der Russland und die USA gleichberechtigte Mitglieder sind. Frieden und Sicherheit in Europa geht nur mit und nicht gegen Russland. Die Linke fordert die Beschaffung eines Flugzeugs im Rahmen des Vertrages über den offenen Himmel, denn durch gemeinsame Beobachtungsflüge kann mehr Transparenz geschaffen werden. Verantwortung bedeutet für uns auch Mut zur Eigeninitiative. Beenden Sie das Duckmäusetum gegenüber den USA und setzen Sie sich für die Aufhebung der Sanktionen im Interesse der Menschen in Russland und Deutschland ein. Wir brauchen den Dialog mit Russland und wir brauchen eine neue Ostpolitik im Geiste von Willy Brandt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen eine nachhaltige Friedenspolitik und dafür muss die deutsche Wirtschaft entmilitarisiert werden. Wir fordern einen Konversionsfonds von 2,5 Milliarden Euro aus dem Reingewinn der Bundesbank. Mit diesem Geld kann der notwendige Strukturwandel sozial und ökologisch gestaltet werden. Konkrete Investitionen in den Umbau der Produktion und in die berufliche Qualifizierung der Beschäftigten werden möglich. Und weiterhin wollen wir nicht mehr genutzte Bundeswehrliegenschaften den Kommunen kostengünstig überlassen. Konversion geht, wenn man sie denn nur will. Noch einige Bemerkungen zur Attraktivitätsoffensive für die Bundeswehr. Frau Ministerin, haben Sie sich eigentlich mal gefragt, warum so viele Soldatinnen und Soldaten schon die Grundausbildung abbrechen? Und haben Sie sich gefragt, warum ausgerechnet bei den Offizieren es auch viele Kriegsdienstverweigerungen gibt? Das sind doch nicht die Ursachen des fehlenden Flachbildschirms oder schlecht renovierte Stuben, sondern vielmehr die Ausrichtung der Bundeswehr auf mehr Auslandseinsätze und auf falsche Versprechungen bei der Rekrutierung. Und die üppigen Zuzahlungen für Spezialkräfte in Auslandseinsätzen sind in diesem Zusammenhang einfach auch der falsche Anreiz. Richtig dagegen sind die geplanten Solderhöhungen für die freiwillig Wehrdienstleistungen, die bislang unter dem Mindestlohnniveau lagen. Es muss einen Mindestlohn auch bei der Bundeswehr geben. In Ihrem Haushaltsentwurf gibt es nur eine Linie, die Orientierung auf mehr Auslandseinsätze. In meinem Wahlkreis befindet sich das größte Gefechtsübungszentrum. Dort soll eine Kriegsübungsstadt entstehen, in der die Bundeswehr und andere NATO-Truppen künftige Einsatzszenarien trainieren sollen. Es soll Hochhäuser, Supermärkte und ein Ärmelviertel geben und sogar eine U-Bahn, die wir in ganz Sachsen-Anhalt nicht haben. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Verteidigungsauftrag zu tun, wie er im Grundgesetz geschrieben steht. Und die Linke fordert, stoppen Sie den Bau des Gefechtsübungszentrums. Für die Bundesregierung steht das Militärische immer an oberster Stelle und für die Folgen ihrer Politik interessiert sie sich leider nur wenig. Das wird im Umgang mit den Radargeschädigten der Bundeswehr und der NVA deutlich. Es ist schäbig, wie die Regierung mit den Radaropfern umgeht. Von den oft unheilbar Krebskranken wird verlangt, dass sie in jahrzehntelangen Gerichtsverfahren selbst beweisen müssen, dass sie radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren. Viele von ihnen sterben, bevor sie eine Entschädigung erhalten. Und das ist ein Skandal. Scheinbar nicht ausreichend. Waren Sie bei dem Gespräch mit dem Staatssekretär dabei? Das war beschämend, wie er sich verhalten hat. Ich würde ganz ruhig sein an Ihrer Stelle. Die Linke fordert eine erleichterte Anerkennungspraxis, nämlich durch die Umkehr der Beweislast. Und Frau Ministerin, genau das schlägt Ihr Werbeauftrag davor, dieses einfach zu verbessern. Laden Sie Ihre Militärpolitik nicht auf dem Rücken der Soldatinnen und Soldaten ab. Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Regierung stehen alle Zeichen auf Militär, Auslandseinsätze und Rüstung. Für uns als Linke, wir sitzen auf Abrüstung, Landesverteidigung und eine friedliche Konfliktlösung. Aber dazu fällt Ihnen leider nichts ein und wir werden diesen Haushalt ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält jetzt das Wort Rainer Arnold. Und Rainer Arnold ist der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ein Satz an die Linke, damit man sieht, was für ein Unfug dort geredet wird. Bei dieser Regierung stehen alle Zeichen auf Militär. Frau Kollegin, es sind 3.300 Soldaten in internationalen Friedensmissionen, meist im Auftrag der Vereinten Nationen. In der Spitze waren es 11.000 knapp. Also es sind deutlich weniger geworden und nicht mehr, so wie Sie tun. Aber
Richtlinie und Richtschnur für das Handeln dieser Regierung ist auch im Verteidigungsbereich der Koalitionsvertrag. Und Herr Kollege Lindner, Sie mögen ja kritisieren, dass die Regierung und die Ministerin das Falsche tun. Das ist Ihre Aufgabe. Aber so zu tun, als ob nichts getan wird, das geht an der Sache wirklich vorbei. Schauen Sie rein in den Koalitionsvertrag und Sie werden feststellen, alles, und zwar wirklich alles, was wir damals aufgeschrieben haben, ist entweder abgearbeitet oder ist bereits aufs Gleis gesetzt. Das gilt für die Evaluierung, die wir in den nächsten Wochen diskutieren werden, wo wir dann feststellen werden, dass sich die Welt verändert hat und dass man heute auch andere Antworten geben muss. Das gilt natürlich für die Attraktivität des Soldatenberufes. Alle die konkreten Forderungen, die wir aufgeschrieben haben, hat die Ministerin in einem sehr breiten Paket aufs Gleis gesetzt. Und uns wird ein Punkt besonders wichtig sein. Wir haben nämlich auch formuliert, wir wollen, dass die Zeitsoldaten bei ihrer sozialen Altersabsicherung gleichgestellt werden wie die Angestellten im öffentlichen Bereich. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen diskutieren und noch einiges verbessern können in diesem Bereich. Es gilt auch für die Neustrukturierung der Beschaffungsprozesse. Natürlich war die Kumulierung der letzten Wochen der Probleme ein Weckruf. Die einzelnen Fakten sind uns ja nicht wirklich neu, aber dass das zusammengekommen ist, hat eine hohe Aufmerksamkeit zu Recht erweckt, ganz eindeutig. Und da zeigt sich natürlich schon, Sie haben das Thema mit dem Boxer angesprochen, dass alte Anordnungen, die Befüllung statt 100% nur 70% zu machen beim Gerät, letztlich ein Irrweg sind. Da haben Betriebswirte und Sparkommissare formuliert, und nicht Sicherheitspolitiker. Wir Sicherheitspolitiker wissen, dass die Geräte und die personelle Vorhaltung bei Streitkräften eben nicht betriebswirtschaftlich ist, sondern dass es Vorsorge ist. Das heißt, Redundanzen und Reserven sind in diesem System immer erforderlich. Und auch dort werden wir versuchen, in den nächsten Jahren Veränderungen herbeizuführen in dieser Koalition. Und dazu gehört auch der Auftrag im Koalitionsvertrag, Verantwortung für die Rüstungswirtschaft zu übernehmen. Auch dies werden wir tun. Die Ministerin hat diesen schwierigen Prozess der neu und besseren Strukturierung der Beschaffungsprozesse benannt. Ich nehme ein weiteres Thema. Wir wollen auch die Debatte über Kernfähigkeiten zügig abschließen. Und in den verteidigungspolitischen Richtlinien des Jahres 2011, haben wir nicht wir gemacht, trotzdem steht da an einer Stelle was wirklich Richtiges drin, heißt es, Kernfähigkeiten sind auch dort, wo die Bundeswehr signifikante und internationale anerkannte Fähigkeiten einbringt. Damit ist klar, die Verteidigungsministerin muss an dieser Stelle sagen, wo haben wir diese anerkannten Fähigkeiten? Und die anderen Ressorts müssen ihren sicherheitspolitischen Beitrag machen. Und das Wirtschaftsressort muss die Frage klären, wie hilft man den Unternehmen bei den schwierigen Anpassungsprozessen in den nächsten Jahren? Und deshalb begrüßen wir es, dass es eine Staatssekretärrunde gibt, die diese Themen zukünftig kooperativ bearbeiten will. Die Kernfähigkeiten sind kein Ping-Pong-Spiel, das zwischen den Ressorts hin und her geht. Es ist eine gemeinsame Verantwortung dieser Koalition. Und nach dieser Anforderung bei den alten verteidigungspolitischen Richtlinien ist natürlich auch klar, dass Gefechtsfahrzeuge, dass Raketenabwehr, dass U-Boote in Deutschland eine besondere Ausprägung haben und deshalb auch zu dieser Schlüsselfähigkeit gehören müssen. Und wenn wir dies ernst nehmen, werden wir in den nächsten Jahren auch über Forschung reden müssen. Ich bin nicht der Auffassung, wir diskutieren das als Parlamentarier schon lange, dass die etwa 300 Millionen tatsächlich dem Technologieland Deutschland entsprechend, die im Haushalt zur Verfügung stehen. Wir werden die Forschungsmittel genau dort, wo wir Kernfähigkeiten definiert haben, in den nächsten Jahren auch verstärken müssen, damit wir auch im Jahr 2030 moderne Streitkräfte haben. Nun, wenn der Koalitionsvertrag abgearbeitet wird, ist trotzdem nicht alles gut, das wissen wir. Weil die Welt hat sich verändert. Niemand hätte sich vorgestellt, dass in Europa mit Waffengewalt Grenzen verändert werden. Das hat Auswirkungen auf die Debatten in der NATO. Die NATO muss sich deshalb mit Sicherheit nicht neu erfinden. Aber die Reaktionsfähigkeiten und die Geschwindigkeiten in der NATO werden sich verändern und es hat Auswirkungen auf die Organisation der Bundeswehr. Entscheidend bleibt aber, es darf nicht der geringste Zweifel entstehen und bestehen, dass die NATO politisch entschlossen ist. Artikel 5 gilt für uns alle. Wir sind verlässlich und entscheidend ist auch und bleibt auch in Zukunft, dass die NATO ihre Fähigkeiten so sichtbar macht,
dass jeder weiß, er hat keine Chance. Dass jeder weiß, die NATO ist ein überlegenes Bündnis. Das wollen wir deshalb haben, weil wir wissen, wenn es sichtbar ist, werden wir diese Fähigkeit nach aller Wahrscheinlichkeit nicht brauchen. Das ist das eigentliche Ziel. Und die zweite Veränderung in der Welt, natürlich, hier wurde schon viel drüber gesprochen, sind natürlich die brutalen Terroristen des sogenannten IS. Und es ist nicht mehr, und es ist schon neu, diese alte asymmetrische Bedrohung, über die wir jahrelang gesprochen haben. Da haben sich möglicherweise sogar die Vorzeichen in der Symmetrie verschoben. Es wird Staatlichkeit gegründet durch Terroristen. Das ist nicht mehr asymmetrisch. Und ich fand es beeindruckend, was die Königin aus Jordanien, Ranis, zu diesem Thema gesagt hat. Eine deutliche Meinung auch an die arabische Welt. Sie sagt aber auch, jeder trägt Verantwortung. Und hinter den Angriffen dieser Ideologen steht natürlich eine übelste Ideologie und ein Machtanspruch, der global ist. Und gleichzeitig sagt sie, Ideologien sind nicht mit Kugeln zu beseitigen. Das heißt aber, es wird uns noch lange beschäftigen, aber ich glaube, die Menschen in Deutschland, wir sehen das bei vielen Diskussionen im Augenblick, merken auch, wie ernst es ist. Und sie verstehen auch, dass es Situationen gibt, wo Diplomatie natürlich immer aktiv bleiben muss und die Bundesregierung leistet hier Vorbildliches, wurde schon häufig gesagt, wo aber auch gleichzeitig sichtbar sein muss, solchen brutalen, fundamentalen Terrorismus muss man sich notfalls auch mit Waffengewalt entgegenstellen. Und wenn man das nicht selber kann, wenn man das nicht selber will, weil es vielleicht auch nicht besonders effektiv ist, hat man ja im Irak bei den Amerikanern gesehen, dann bleibt eben nur der Weg, denjenigen zu helfen, die es auch in unserem Interesse tun. Und vor diesem Hintergrund ist es richtig, dass ein neues Weißbuch aufgelegt wird. Da wird das Ergebnis dieser Veränderungen der Welt sichtbar und am Ende werden wir aus meiner Sicht eine neue Debatte kriegen, nicht über eine neue Bundeswehr und eine ganz neue Reform, aber eine vernünftige Ableitung, was müssen die Streitkräfte in Zukunft können. Und es darf sich nicht wie in der Vergangenheit allzu häufig vom Diktat der leeren Kassen ableiten, sondern es muss sich von dem ableiten lassen, was wir in der internationalen Politik als Deutsche einbringen können und einbringen wollen. Und um dies ganz klar zu sagen, manche Soldaten haben mir in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ja, was wollen Sie bei Ihrer Debatte? Wir bieten Ihnen doch ein möglichst breites Spektrum an Fähigkeiten an, damit Ihr Politiker am Ende auswählen könnt. Das ist der falsche Ansatz. Wir Politiker definieren, welche Fähigkeiten unsere Streitkräfte brauchen. Und die Soldaten setzen das dann operativ um. Das ist die richtige Reihenfolge. Und dann kommt allerdings wieder eine Verantwortung zu uns. Wir müssen dann schon dafür sorgen, dass die Streitkräfte dafür auch die notwendigen Mittel bekommen, wenn wir diese Aufgaben definiert haben. Und deshalb bin ich dankbar, dass unsere Haushälterin, der ich an der Stelle wirklich danken möchte, nicht nur die schwarze Null im Auge hatte, sondern immer auch gesehen hat, die Bundeswehr sind nicht nur Waffen, sondern es sind in erster Linie auch Menschen und deshalb wichtige Beiträge geleistet hat, dass im nächsten Jahr der Haushalt auskömmlich ist. Herzlichen Dank. Und dass wir in der Zukunft Debatten führen werden, bei denen sichtbar wird, das Attraktivitätsprogramm wird seriös, nachhaltig in den zukünftigen Haushalten abgebildet sein. Das ist ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit in diesem Etat. Recht herzlichen Dank. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und in 3 Jahren wird man sagen können, diese große Koalition war die Bundeswehr auch eine große Chance und die haben wir angenommen und erledigt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Rainer Arnold war das für die SPD-Fraktion, der verteidigungspolitische Sprecher in gleicher Funktion. Aber für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt Henning Otte. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als wir vor einem Jahr den Koalitionsvertrag beraten haben, konnten wir nicht vorhersehen, vor welchen sicherheitspolitischen Herausforderungen wir stehen werden. Und lieber Kollege Rainer Arnold, wir kämpfen ja auch dafür, wir arbeiten dafür, wir werben dafür, dass wir die notwendigen Mittel bekommen. Aber wenn die Politik festlegen soll, welche Herausforderungen in Zukunft auf uns zukommen, dann verkennen wir, dass sie Lagen sich entwickeln haben in der Ukraine, wo ein militärisches Vorgehen von uns quasi ausgeschlossen war, weil wir es nicht annehmen wollten, auch nicht annehmen konnten,
dass man militärisch agiert, um eine Destabilisierung zu erzeugen, um eine Landnahme voranzutreiben. Und das gab es in keiner Planungsmappe mehr bei uns. Und deswegen müssen wir darauf vorbereitet sein, dass auch unvorhergesehene sicherheitspolitische Herausforderungen auf uns zukommen. Und es geht dabei nicht, Frau Kunert, darum, dass Russland eingedämmt wird, so wie Sie es bezeichnet haben, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es geht darum, dass die Ukraine davon ausgehen durfte, dass die Souveränität dieses Landes nicht angezweifelt wird, schon gar nicht angegriffen wird. Und da sollten Sie sich, glaube ich, noch mal die Rechtslage im Völkerrecht auch genau angucken. Meine Damen und Herren, das völlig entfesselte Vorgehen des IS-Terrorismus ist dargestellt worden, unfassbare Gräueltaten, die aus einer regionalen Destabilisierung heraus mittlerweile eine Weltbedrohung darstellen. Wegschauen ist dabei für uns keine Option. Verantwortung ist für uns der Maßstab. Einstehen für Menschenrechte, für Religionsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit, das ist auch ein Ausdruck von Menschlichkeit. Und umso wichtiger war es, dass wir die Rolle Deutschlands auch im Koalitionsvertrag und noch mal namentlich benannt auf der Münchner Sicherheitskonferenz dadurch definiert haben, dass wir bereit sind, mehr Verantwortung für Frieden und Freiheit in unserer Welt zu übernehmen. Und daher bin ich auch unserer Ministerin sehr dankbar, wie auch dem Außenminister und dem Bundespräsidenten, dass das von Ihnen so klar auch angesprochen wird, Frau Ministerin. Die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die Peschmerga, das war keine leichte Entscheidung, aber sie war richtig, sie war notwendig und war daher konsequent. Es ist doch nicht zuzumuten, dass man Menschen, die auf der Flucht sind, die Nahrung und Medizin brauchen, dringend brauchen, ihnen das elementare Grundrecht auf Sicherheit verwehren will und dies ignorieren will. Auch hier muss Deutschland eine Verantwortung übernehmen. Deutschland hat diese Verantwortung übernommen, auch deswegen, weil wir gesagt haben, ein zweites Ruanda darf es nicht geben. Wer das nicht so schlussfolgern will, der ist entweder zynisch oder ignoriert die Lage, wie sie ist vor Ort. Meine Damen und Herren, es gibt Konflikte mit altbekannten Gesichtern. Landnahme durch Militär, Destabilisierung, Einschüchterung ganz Osteuropas durch Russland. Hier werden Elemente des Kalten Krieges übernommen mit modernen Mitteln. Hybride Kriegsführung nennt man dies. Die gesamte Breite der Möglichkeiten wird heute genutzt. Propaganda, Medienarbeit, irreguläre Kräfte. Konventionelle Streitkräfte mit Panzern, Jagdflugzeugen unterstützen diese Drohkulisse in Osteuropa, greifen direkt ein, nehmen Einfluss. Langstreckenflugzeuge, Marienschiffe provozieren an der Grenze der NATO. Und auf diese Weise soll Einfluss gewonnen werden in osteuropäischen Ländern. Ich glaube, dass wir uns diese sicherheitspolitische Lage ganz konkret vor Augen führen müssen. Wir wollen nicht, dass militärische Mittel eingesetzt werden müssen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir eine diplomatische Lösung finden. Aber wir müssen deutlich machen, wenn du friedlich mit mir umgehst, gehe ich auch friedlich mit dir um. Aber wenn du angreifst, dann musst du auch wissen, dass wir uns wehren können. Und diese Devise hat den Frieden bisher auf dem europäischen Kontinent realisiert. Und das ist auch Ausdruck von NATO-Politik. Und deswegen ist es gut, dass wir in der Konsequenz auch die Rückschlüsse aus dem NATO-Gipfel von Wales gemeinsam ziehen. Meine Damen und Herren, deswegen muss die Ausrichtung der Bundeswehr flexibel bleiben, damit wir lageabhängig auch reagieren können. Wir müssen Schwerpunkte bilden, Fähigkeitsschwerpunkte haben. Aber geben wir eine Möglichkeit von Fähigkeiten erst einmal auf oder geben sie ab, ist es umso schwieriger, sie wieder zurückzuholen und neu aufzustellen. Zumindest wird es wesentlich teurer, diese Fähigkeiten wieder zu gewinnen. Daher brauchen wir atmende Strukturen. Und wir gehen genau dort bilaterale Kooperationen ein, wie es mit den Niederländern so wunderbar funktioniert und wie es in guten Gesprächen auch mit Polen angestrebt wird. Diese Vernetzung innerhalb Europas, die Stärkung bilateralen Achsen mit dem Ziel, dann europäisch gemeinsam aufzutreten. Ich glaube, das
ist richtig. Und daher müssen wir die Ausrichtung der Bundeswehr mit einem universellen Fähigkeitsanspruch so aufbauen, dass wir zu jeder Zeit auch Kooperationen eingehen können. Auch das ist Ausdruck von Verantwortung für unsere Sicherheitspolitik. Wir müssen die richtigen Rückschlüsse ziehen. Die Zeit der Friedensdividende ist vorbei. Die logischen Schlussfolgerungen sind daraus gezogen worden. Und auch richtig festgestellt, wird dieses mittlerweile akzeptiert. Wir sollten unsere gesamte Sicherheitssysteme nicht weiter durch den Entzug von Mitteln schwächen, sondern die Verantwortung annehmen und dies auch im Einzelplan 14 anpassen. Und daher bin ich auch dem Haushaltsausschuss und auch dem Bundesfinanzminister sehr dankbar dafür, dass die notwendigen Konsequenzen schon im Haushalt 2015 gezogen worden sind. Anträge sind angenommen worden mit einer Höhe von über 700 Millionen Euro, zum Beispiel der Kauf von 131 neuen Transportpanzern Typ Boxer. Das ist lageabhängig, das ist in Anpassung der Sicherheitslage. Wir steigern dadurch die Sicherheit unseres Landes, die Stabilität und die Modernisierung. Und deswegen herzlichen Dank auch an die Haushälter, die Sie dieses umgesetzt haben. Modernität bedeutet nicht nur, dass wir schneller modernes Gerät in der Truppe haben, sondern dass dieses Gerät auch einsatzbereit ist und verfügbar ist. Die Streitkräfte benötigen nicht nur wegen der aktuellen Herausforderung ein Mehr an Ersatzteilen und Betriebsstoffen, sondern auch grundsätzlich muss dieses Niveau angehoben werden. Herr Otte, der Kollege Lindner würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie diese zu? Gerne. Bitte schön. Ja, vielen Dank, geschätzter Kollege Otte. Ich frage nach, weil Sie eben, wenn ich Sie akustisch richtig verstanden habe, ausgeführt haben, es seien Anträge angenommen worden in Höhe von über 700 Millionen für die 131 Boxer, über die wir uns ja schon trefflich hier gestritten haben in dieser Debatte. Jetzt verstehe ich was nicht ganz. So wie Sie das schildern, hört sich das ja schon an, als sei das alles unter Dach und Fach und beschlossene Sache. Sowohl die Ministerin als auch mein geschätzter Kollege Bartholomäus Kalb haben mir beim gleichen Punkt noch in der Bereinigungssitzung erklärt, na ja, das ist erstens Geld, das noch gar nicht im kommenden Jahr zur Verfügung steht, und zum anderen sei dies qualifiziert gesperrt durch den Haushaltsausschuss. Also das Ministerium müsste ja erstmal mit einer Begründung kommen und man könne sich das alles noch überlegen. Und die Frau Ministerin, als ich ihr die vielen Verpflichtungsermächtigungen vorgehalten habe, hat auch gemeint, das ist erstmal Handlungsspielraum für Sie und würde nicht bedeuten, dass man das alles gleichzeitig ausnutzt. Ich würde gerne einfach von Ihnen wissen, weil Sie vermutlich tieferen Einblick in das Innenleben der Koalitionsfraktion haben, als ich es habe und auch haben möchte. Was stimmt denn nun von beidem? Ja, Herr Kollege Dr. Lindner, erstmal herzlichen Dank für die Frage und vor allem auch für Ihr persönliches Bewusstsein für die Sicherheitspolitik. Sie sind ja auch im Haushaltsausschuss für die Fraktion der Grünen und gleichzeitig im Verteidigungsausschuss. Deswegen kennen Sie ja auch die Notwendigkeiten und deswegen befassen Sie sich dort auch sehr realistisch damit. Wir haben deutlich gemacht mit Anträgen im Verteidigungsausschuss, auch im Haushaltsausschuss, dass die Lage es erfordert, dass wir immer wieder in die Modernisierung unserer Armee investieren und dass der geschützte Transportpanzer Boxer hier ein Medium ist. Das ist nur beispielgebend für eine Reihe von Anträgen, wo wir deutlich machen müssen, wenn wir Sicherheitspolitik ernst nehmen, wenn wir aus der Fürsorge für unsere Soldatinnen und Soldaten die richtigen Rückschlüsse ziehen, dann müssen wir auch bereit sein, Geld zu investieren in moderne Geräte, die dem Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten dienen. Und daher brauchen wir Flexibilität und einen hohen Bereitschaftsgrad. Wir müssen schneller, auch europäisch abgestimmt, agieren. Die Streitkräfte müssen aus dem Stand heraus in der Grundgliederung mit dem eigenen Gerät auch die Sicherheit unseres Landes abbilden können. Auch das hat die NATO in Wales deutlich gemacht. Deswegen müssen wir den Weg des flexiblen Verfügbarkeitsmanagements wohl eher in die Richtung gehen, eine durchgängige Einsatzbereitschaft auch zu haben. Die Bundeswehr erfüllt die Aufgaben und das sehr gut, aber die Mittel sind nun mal knapp bemessen.
Das liegt auch in der Natur der Sache, dass eben mit den Haushaltsmitteln der Steuerzahler sehr sensibel umgegangen wird. Trotzdem einen Auftrag zu erfüllen, erfordert einen organisatorischen Aufwand, eine hohe Belastung. Und die Basis für eine gut ausgerüstete Bundeswehr ist eine leistungsfähige und auch gut aufgestellte wehrtechnische Industrie. Das ist Ausdruck auch von Souveränität, dass wir die Fähigkeiten haben in Deutschland, die unsere eigenen Streitkräfte auch ausstatten können. Wir wollen nicht abhängig werden. Wir wollen nicht diktiert bekommen, welche Qualität und zu welchem Zeitpunkt wir die Materialien wie und wann bekommen. Wir müssen nicht alles immer selber bauen, aber wir müssen das Know-how haben, wir müssen die Beurteilungsfähigkeit haben. Und deswegen brauchen wir auch eine Industrie, die als Ausdruck nationaler Sicherheitsvorsorge auch das erforderliche Material noch weiter produzieren kann. Wir müssen Sicherheitspolitik ganzheitlich betrachten. Wir müssen feststellen, dass die wehrtechnische Industrie auch ein Pfeiler dieser Souveränität ist. Und deswegen müssen wir raus aus dem Gedanken der einzelnen Ressort- und Fachzuständigkeiten, wohl aber wissend, dass wir nach dem Geschäftsverteilungsplan in der Bundesregierung klare Zuständigkeiten haben. Wir als Parlamentarier haben die Verantwortung für Deutschland als Ganzes. Und wir Sicherheitspolitiker haben die Verantwortung, Sicherheitspolitik auch als Ganzes zu betrachten. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag formuliert, wir setzen uns für den Erhalt ausgewählter Schlüsseltechnologien und industrieller Fähigkeiten, insbesondere auch bei mittelständischen Unternehmen, ein. Darauf haben wir uns geeinigt. Bei der Benennung dieser Schlüsseltechnologien müssen wir uns wohl breiter aufstellen, damit wir das Fähigkeitsspektrum für die Bundeswehr auch erfüllen können. Eine breite Aufstellung mag auf den ersten Blick vielleicht nicht effizient oder betriebswirtschaftlich logisch sein, aber Sicherheitspolitik hat auch mehr als nur mit reiner Betriebswirtschaftslehre zu tun, sondern ist Ausdruck eben auch von dem, was wir brauchen, um die Souveränität unseres Landes abbilden zu können. Und der Satz ist vollkommen richtig, die Bundeswehr kann nur das abnehmen, was sie zur Erfüllung ihres Auftrages auch benötigt. Aber wenn wir dann Fähigkeiten erhalten wollen, und so habe ich auch unseren Koalitionsauftrag verstanden, dann müssen wir bereit sein, sicherheitspolitisch verantwortbare Exporte auch zuzulassen, insbesondere dann, wenn man mit dieser Exportpolitik auch noch gestaltend Außenpolitik gut bewirken kann. Wir müssen uns die Frage stellen, was wir für unsere Sicherheit vernünftigerweise brauchen. Und das muss dann auch finanziert werden durch Beschaffungsprogramme, durch Forschung und Entwicklungstitel, durch Rüstungsmittel auch. Und liebe Frau Kunert, ist nicht mehr da. Zu sagen, von Deutschland aus soll kein Krieg mehr ausgehen und deswegen müssen die Auslandsmandate beendet werden, das ist ja so, als wenn jemand, der kein Feuer will, die Feuerwehr abschafft. Ich glaube, das ist genau der falsche Rückschluss. Wir brauchen eine vorausschauende Sicherheitspolitik. Wir wollen unabhängig sein, souverän sein und unsere Bündnisfähigkeit erhalten. Deswegen investieren wir auch in unsere Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz oder im Heimatbetrieb für die Sicherheit unseres Landes Enormes leisten und bereit sind, auch ihre Gesundheit dafür einzusetzen. Ich bin daher unserer Ministerin, Frau Dr. Ursula von der Leyen, sehr dankbar dafür, dass sie das Attraktivitätspaket, so wie es im Koalitionsvertrag angekündigt, aber jetzt mit Vehemenz eingebracht hat und dass wir das gemeinsam umsetzen wollen. Sehr geehrte Frau Ministerin, es ist wichtig, dass wir auch deutlich machen, aus der Fürsorge heraus, dass wir für unsere Soldatinnen und Soldaten einstehen als Teil einer leistungsfähigen Armee und notwendigerweise auch bereit sind, Geld zu investieren. Wir wollen, dass wir ein gesamtsicherheitspolitisches Paket für die Sicherheit unseres Landes anbieten. Ich sage auch ein herzliches Dankeschön dafür, dass im Verteidigungsausschuss, auch im Haushaltsausschuss, wir die notwendige Unterstützung bekommen. Und danke allen Soldatinnen und Soldaten, die bereit sind, für die Sicherheit unseres Landes einzustehen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielleicht an die Kolleginnen und Kollegen, die noch nachher folgen. Es wäre schön, wenn auch immer die Dankesbekundungen noch in die normale Redezeit eingegliedert würden, sonst zieht sich das nachher zum Ende hin. Der nächste Redner ist Wolfgang Hellmich, SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, eine Haushaltsberatung geschieht immer in einer sehr konkreten Situation, die man einordnen muss in das, was wir sicherheitspolitisch, was wir verteidigungspolitisch breit diskutieren, was wir miteinander tun. Und wenn auf der einen Seite gesagt wird, es gerät vieles aus den Fugen, ja, in diesem Bereich hat die Ministerin die Kelle in die Hand genommen, um vieles, was nicht verfugt war, wieder in die Fugen zu bringen. Und Sie haben es heute vorhin an einigen Stellen auch deutlich gemacht, wie breit die Baustelle aufgestellt ist, dessen, was man an der Stelle auch aufräumen muss und was man verändern muss. Deshalb ist in einem solchen Haushalt, hätten wir das getan, was der Kollege Lindner vor einem halben Jahr noch gesagt hat, nur ist er leider auch nicht mehr da, kommt auch gleich wieder. Was er vor einem halben Jahr hier gesagt hat, dass man doch bitte schön mit einem Moratorium alle Rüstungsprojekte, die wir diskutieren, zum Stoppen bringen sollte, hätte eine Konsequenz gehabt. Die Bugwelle wäre noch größer geworden. Und ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben, dass Sie an der Stelle gesagt haben, mit konsequent an vielen Aufgaben arbeiten und Gas geben, damit man die Baustellen aufräumt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade am letzten Wochenende bis zum Anfang der Woche in der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Den Haag, der Kollege Lamers als Delegationsvorsitzender und Frau Schmidt als Vizepräsidentin dieser Delegation noch mal deutlich machen müssen und deutlich machen können, dass es bei der Diskussion, wie geht das denn mit den Haushaltsentwicklungen weiter, das Ziel der 2% des Bruttoinlandsproduktes auf eine Strecke von 10 Jahren gilt. Dass auch die 20% der Investitionen für die technische Ausstattung an den Ausgaben gilt. Wir haben aber auch deutlich machen müssen und deutlich machen können, dass diese Fragen nicht die einzigen sind, um die es zu diskutieren geht, sondern es geht darum, deutlich zu machen, dass wir über Fähigkeiten und gemeinsame Entwicklung reden müssen, damit wir von der Frage wegkommen, nur über Hausnummern und Zahlen zu reden. Das ist der ganz entscheidende Punkt, aber ich muss auch dazu sagen, das war durchaus nicht unumstritten, unsere Position dort, weil vielleicht einige Länder doch eine andere Position haben, gerade an dieser Stelle. Aber ich glaube, es wird wichtig sein, dass zu der Friedensdividende, die dringend nötig ist und die richtig ist, eine solche Dividende der Zusammenarbeit hinzukommt, damit wir auch in Zukunft die richtigen Projekte finanzieren können, gemeinsame Fähigkeiten entwickeln können. Und wir haben einiges deutlich machen können, was wir denn an dieser Stelle tun. Die Kooperation der deutschen niederländischen Heere, die Kooperation mit den Polen und vielen anderen Stellen mehr, sind wir, glaube ich, bei dieser Frage der europäischen Integration, der Zusammenarbeit, ein ganzes Stück weiter, als es an vielen Stellen dargestellt wird und berichtet wird. Die anderen, gerade Länder innerhalb der NATO und auch die dort assoziiert und befreundet sind, haben da sehr interessiert zugehört und haben auch die Bereitschaft erklärt, an dieser Stelle intensiv mitmachen zu können. Und dieses wird nötig sein bis auf die taktische Ebene. Ich habe in der Diskussion dort immer im Blick gehabt den einen multinationalen Zug in Afghanistan, der ganz konkrete Probleme miteinander hatte, dass nämlich ein Zugführer sagt, sprachliche Probleme, verschiedene Kommunikationssysteme, verschiedenste Waffengattungen, Sorten, die nicht aufeinander abgestimmt sind und viele andere konkrete praktische Punkte mehr. Wir müssen bis auf die taktische Ebene die Kooperation suchen und sehen, damit wir an der Stelle, nämlich auch in dem konkreten praktischen Einsatz zur Multinationalität, auch die beste Ausrüstung, die beste Operationalität mitbringen. Da, Frau Kuhn, jetzt ist sie wieder da, würde ich all diesen auch durchaus anbieten, in einem Geschäftsübungszentrum das auch einzuüben, was wir gemeinsam in diesen multinational gestalteten Einsätzen brauchen. Wir sind weit davon entfernt, diese 20% und die 2% an der Stelle einzuhalten. Aber das Ziel ist klar, die Orientierung an der Stelle ist klar. Und deshalb bietet dieser Haushalt auch die Orientierung für all die Fragen, an denen wir zukünftig weiterarbeiten werden, was den Rüstungsbereich angeht, was aber auch die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten angeht. Mir wäre sehr lieb, wenn das Instrument oder die Ausrüstung des Infanteristen der Zukunft in diesem Haushalt noch deutlicher zum Ausdruck kommen würde, weil nämlich zusammen mit dem Boxer und dem IDZ macht das Ganze erst einen Sinn, um dann in der konkreten Operationalität, in den konkreten Operationen auch zur Anwendung zu kommen. In diese Richtung werden wir weiterentwickeln. Und ich denke mal, das sind konkrete Punkte, die wir auch gerade in der internationalen Diskussion anbringen können. Und wir werden eine entscheidende Rolle spielen müssen.
Dort, wo es um das NATO-Kommando Nordost geht, wo es da um das deutsch-niederländische Korps geht, diese alle sind Zentralelemente dessen, was die NATO auf dem Gipfel in Wels beschlossen hat, wo auch wichtige Aufgaben übernommen werden können mit hoher Qualität, die wir dort einbringen. Und letztendlich geht es nicht darum, dass von deutschem Boden Krieg ausgeht, sondern letztendlich geht es darum, dass man mit mehr nationaler Verantwortung und internationaler Verantwortung dafür sorgt, dass es mehr Frieden auf der Welt gibt. Das ist unser Ansatzpunkt, das ist unser Ziel und dem werden wir auch politisch gerecht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Wolfgang Hellmich war das, Mitglied im Verteidigungsausschuss für die SPD-Fraktion. Der nächste Redner jetzt, Ingo Gädichens für die CDU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich besonders, dass jetzt auf den Zuschauerrängen auch Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dieser aus meiner Sicht wichtigen Debatte beiwohnen können. Tut mir leid, dass Sie einige Rednerinnen und Redner, insbesondere die Ministerin, verpasst haben. Aber es kommen noch zwei Redner und es ist auch sehr selten, Frau Präsidentin. Es ist auch sehr selten, dass zeitgleich, wenn man hier Redezeit hat, eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis da ist. Ich freue mich, die Bürgerinnen und Bürger aus Ostholstein und Stormarn begrüßen zu dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiger Einzelplan, Einzelplan 14, Verteidigung. Und insbesondere die Rednerinnen und Redner der Koalition haben deutlich gemacht, dass wir einen seriösen, fundierten Haushalt für den Bereich der deutschen Verteidigung aufgestellt haben. Auch ich, und das kann nur gelingen in einem guten Zusammenspiel, möchte mich natürlich bei der Ministerin, den Mitarbeitern im Ministerium, aber ganz besonders auch bei unseren Haushältern, und da schließe ich auch Dr. Lindner mit ein, auch ein Haushälter, der für den Einzelplan 14 kämpft, auch wenn er auf Oppositionsseite steht, sehr, sehr herzlich bedanken. Meine Damen und Herren, der diesjährige Verteidigungshaushalt, Karin Evers-Mayer deutete es schon an, steht einmal mehr unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit. Die Bundeswehr ist leider erneut in den Fokus der medialen Berichterstattung geraten. Die kritischen Pressemeldungen über mangelhafte Einsatzbereitschaft, Fähigkeitslücken und über Probleme bei der Materialbeschaffung haben einer breiten Öffentlichkeit die vorhandenen Defizite bei der Bundeswehr aufgezeigt. Im Kreise der Verteidigungspolitiker waren diese weitestgehend bekannt. Die schonungslose Bestandsaufnahme der vorhandenen Defizite verdanken wir aber in erster Linie und in ganz besonderer Weise der Frau Ministerin, und dafür zolle ich Ihnen Respekt. Probleme und strukturelle Mängel müssen offen angesprochen werden. Dabei begleitet nicht jeder, auch das durften wir registrieren, nicht jeder begleitet den Weg von Transparenz und Offenheit wohlwollend. Aber ich sage, Frau von der Leyen, Ihr Vorgehen war richtig und wichtig, damit wir erkannte Mängel zügig beseitigen können. Meine Damen und Herren, wir müssen die Probleme, die innerhalb der Bundeswehr bestehen, sachlich, ehrlich und offen ansprechen. Aber ich sage auch, überzogene Kritik oder die gezielte Verunglimpfung unserer Soldatinnen und Soldaten als, und so konnte man das lesen, große Schlachtzeile, als Trümmertruppe, das halte ich für skandalorientierte Meinungsmache. Das schadet dem Ansehen unserer Bundeswehr und unserer Soldatinnen und Soldaten insgesamt. Diese Berichterstattung verkennt außerdem wesentliche Fakten. Die Bundeswehr lebt von besonderem Engagement und Einsatz ihrer Soldatinnen und Soldaten, aber auch ihrer zivilen Mitarbeiter. Die Truppe handelt professionell, sowohl in den Einsatzgebieten als auch, wenn wir Katastrophenschutzsituationen haben oder, wie hier lobend erwähnt wurde, auch die Bereitschaft nicht nur der Aktiven, sondern auch der Reservisten, wenn es um die Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika geht. Ohne den unbedingten Willen, Leistungsbereitschaft und auch Improvisationstalent vom einfachen Gefreiten bis hinauf in die Führungsebene hätte unsere Bundeswehr nicht die hohe Wertschätzung in weiten Teilen unserer Bevölkerung und schon gar nicht die große, große Anerkennung all unserer Bündnispartner. Bei allen Problemen und Anpassungsprozessen ist die Bundeswehr bereits heute ein wirklich überaus attraktiver Arbeitgeber.
in dem Kameradschaft und Gemeinschaftssinn gelebt wird und Pflichtgefühl den täglichen Dienst begleitet. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dieses Engagement verdient ganz besonders unsere Anerkennung und höchsten Respekt, immer wieder auch aus diesem Haus. Und auch wenn es schon gesagt wurde, ich wiederhole es gerade, weil jetzt Kameradinnen und Kameraden auf der Besuchertribüne Platz genommen haben. In der Schnelllebigkeit unserer Zeit wird immer wieder ausgeblendet, dass die Bundeswehr immer noch die größte und umfassendste Reform seit ihrem Bestehen durchlebt. Es ist die so oft beschriebene Operation am offenen Herzen, in der es auch, und das weiß man aus Operationen, immer mal wieder kritische Phasen gibt und geben wird. Diese Tatsache, dass wir in einem Reformprozess sind, sollten gerade die Medien, die sich allzu sehr bemühen, nur die negativen Seiten zu beleuchten, dieser Tatsache sollten diese Medien einmal mehr Beachtung schenken. Meine Damen und Herren, zur Wertschätzung dieser Arbeit gehört auch, dass wir den Soldatinnen und Soldaten wie den zivilen Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld schaffen, welches den Leistungswillen und die Kreativität fördert und das den besonderen Umständen des Soldatenberufs Rechnung trägt. Lange Abwesenheitszeiten von der Familie, eine hohe Versetzungshäufigkeit, wie auch der schlimmste Fall, nämlich die Gefährdung von Leib und Leben, sind Bestandteil des Soldatenberufs. Er ist ein besonderer Beruf und für viele Aktive eine echte Berufung. Mit dem auf den Weg gebrachten Artikelgesetz zur Steigerung der Attraktivität tragen wir diesen soldatischen Tätigkeiten Rechnung. Frau Ministerin, es ist enorm wichtig, die 22 aktuell geplanten Maßnahmen anzustoßen, zu verwirklichen. Hier hatten Sie im Planungsprozess und haben Sie heute die uneingeschränkte Unterstützung der CDU-CSU-Fraktion, um diese Verbesserung auch zu erreichen. Auch wir müssen ständig evaluieren, weil der Soldatenberuf in knallharter Konkurrenz zur Wirtschaft und zu anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes stehen. Deshalb werden wir auch zukünftig die Situation insgesamt im Auge behalten und gegebenenfalls weitere Verbesserungen zu diskutieren und zu realisieren haben. Das Artikelgesetz ist bereits heute ein wichtiger Schritt hin zu mehr Attraktivität innerhalb der Bundeswehr und zu mehr Anerkennung. Wir hörten es andeutungsweise, natürlich wurde es von der Opposition aufgegriffen, aber auch innerhalb der Bundeswehr wurden einige angekündigte Verbesserungen skeptisch bis kritisch bewertet. Dabei, werte Kolleginnen und Kollegen, geht es nicht um Flatscreens oder Kühlschränke auf den Stuben, wie die Debatte von den Medien leider völlig unzutreffend verkürzt wurde. Vielmehr geht es um Nachwuchsgewinnung. Es geht um Lebenswirklichkeit und um ein Umfeld, welches in vielen Bereichen heute einfach Standard ist. Wenn wir junge Menschen gewinnen wollen, ihre Heimat, Deutschland, zu verteidigen, dann ist eine Sechsmannstube ohne WLAN-Anschluss, aber vielleicht mit dem Charme der 70er Jahre, nicht das, was der allgemeine Lebensstandard heute erwarten lässt. Ohne Wehrpflicht stehen wir vor der besonderen Herausforderung, junge Menschen anzusprechen, die sich bis dato noch überhaupt nicht mit dem Gedanken beschäftigt haben, in der Bundeswehr eine berufliche Perspektive zu suchen. All diese Dinge packen wir an. Wir haben mit dem Einzelplan 14 sowie mit dem gesamten Haushalt 2015 eine gesunde Grundlage gelegt, um diese Aufgaben auch erfüllen zu können. Wir befürworten nicht nur den Einzelplan 14, sondern den gesamten Haushalt 2015 und werden den gesamten Prozess innerhalb der Bundeswehr weiterhin positiv begleiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ingo Gädichen, das war das für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, besonders die Soldaten hat er hier in den Mittelpunkt gestellt und hat noch mal gesagt, das sei doch ein ganz besonderer Beruf. Ingo Gädichen war selbst Berufssoldat lange Jahre, bevor er hier als Mitglied in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. 2009 war das. Jetzt der letzte Redner zu diesem Einzelplan, Dirk Völpel für die SPD-Fraktion. Ich glaube, es ist hoch genug.
wird es sonst so anstrengend in den Armen. In jeder Krise steckt auch eine Chance. Das gilt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Es ist noch gar nicht lange her, da hätte wohl niemand diese Häufung von Kriegen, Krisen und Konflikten für möglich gehalten, mit denen wir heute zu tun haben. Und das alles in unmittelbarer Nachbarschaft der Europäischen Union. Der weiter schwelende Ukraine-Konflikt und die neue russische Machtpolitik, die apokalyptischen Bürgerkriege in Syrien und im Irak, der Staatszerfall in Libyen und anderen Teilen Nordafrikas, die wachsenden Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern. Die Welt an der Ost- und Südflanke Europas ist kein friedlicherer Ort geworden. Auch deshalb steht die europäische Sicherheitspolitik in den kommenden Jahren vor gewaltigen Herausforderungen, auf die wir neue Antworten finden müssen. Quer durch Europa stehen die öffentlichen Haushalte seit Langem unter starkem Konsolidierungsdruck. Was lag also näher, als sich die nach dem Ende des Kalten Krieges allseits erwartete Friedensdividende vor allem aus den nationalen Verteidigungsetats auszahlen zu lassen? Zahlreiche Krisen und Konflikte in der Nachbarschaft, der strategische Rückzug Amerikas, geringe finanzielle Spielräume. Das sind die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen wir eine neue europäische Sicherheitsstrategie formulieren müssen. Eines ist klar: Allein mit dem nationalen Instrumentenkasten wird keines dieser Probleme zu lösen sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Auffassung, dass in den aktuellen Krisen und Problemen auch eine Chance steckt. Europa muss in Zeiten wie diesen auch militärisch enger zusammenrücken. Ich darf daran erinnern, bereits an der Wiege des europäischen Einigungswerkes unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stand mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, EVG, der nur knapp gescheiterte Versuch, eine europäische Armee zu schaffen. Warum sollten wir uns angesichts der Herausforderung unserer eigenen Gegenwart langfristig weniger ehrgeizige Ziele setzen? Das wird ein langer, steiler und steiniger Weg. Natürlich, wir sollten ihn trotzdem gehen. Die immer stärkere Kooperation, Vernetzung und Integration auch der militärischen Ressourcen in Europa wäre aus meiner Sicht nicht nur ein entscheidender Beitrag zur Stärkung von GSVP und GASP, sondern könnte dem europäischen Projekt insgesamt neuen Schwung verleihen. Warum eigentlich sollte bei den Streitkräften nicht möglich sein, was uns beim Geld und bei den Grenzen gelungen ist? Die europäischen Mitgliedstaaten leisten sich zurzeit 28 nationale Armeen mit insgesamt 1,5 Millionen Soldatinnen und Soldaten. Die Gesamtausgaben für Verteidigung liegen bei knapp 200 Milliarden Euro, deutlich mehr als Russland und China zusammen ausgeben, jedenfalls offiziell. Auf dem Papier sieht das ziemlich beeindruckend aus. Schaut man näher hin, erweist sich Europa jedoch als militärischer Scheinriese. Nur in wenigen Bereichen entsprechen die real verfügbaren Fähigkeiten der Papierform. Die strategischen Fähigkeitslücken sind unübersehbar. Nirgendwo leisten wir uns so viele Redundanzen, teure Mehrfacharbeiten und verschwenderische Parallelentwicklungen wie in diesem System fast ausschließlich national gesteuerter Rüstungsbeschaffung. Wozu brauchen wir in Europa 20 Programme für gepanzerte Fahrzeuge, 5 oder 6 parallele U-Boot-Projekte, jeweils 5 Programme für Kampfflugzeuge oder die Entwicklung von Boden-Luft-Raketen? Unter dem anhaltenden Druck zur Kostenreduzierung und dem fortlaufenden Rückgang nationaler Beschaffungsmengen kann eine vorwiegend am Bedarf des eigenen Landes orientierte Rüstungsindustrie nicht überleben. Wenn wir eine wettbewerbsfähige rüstungsindustrielle Basis auf unserem Kontinent erhalten wollen, dann kann die richtige Antwort auch im
im wehrwirtschaftlichen Bereich, Entschuldigung, nur lauten, wir müssen mehr Europa wagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 100 Jahre nach dem Beginn der europäischen Selbstzerfleischung im Ersten Weltkrieg müssen wir leider feststellen, die Überhöhung vermeintlich nationaler Interessen, das Denken in Machtkategorien und Einflusssphären und das Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik als einem Nullsummenspiel, bei dem ein Land nur auf Kosten eines anderen etwas gewinnen kann, sind auch 2014 nicht völlig überwunden. Vor diesem Hintergrund brauchen wir umso mehr ein geeintes und vor allem ein einiges Europa. Lassen wir diese Krise nicht ungenutzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, Herr Präsident, vielen Dank für Ihre Geduld.